Der Herr mit den Kopfhörern vielleicht auch mal einen Platz weiter. So, wir haben mit nicht mal 30 Minuten Verspätung angefangen. Das ist schon ganz gut, besser als ein Parteitag. Ich glaube, du musst anfangen, du bist der Gastgeber. Ich bin der Gastgeber. Ich popel in der Zeit in einem Loch in der Hose. Nein, jetzt, der Jan muss mich erstmal aufdrehen. Jetzt bin ich aufgedreht, sehr schön. Ja, herzlich willkommen hier bei uns im Kiezbüro in 64, als auch zu Hause an den Geräten. Wir machen ja eigentlich so zweiwöchentlich entsprechende politische Diskussions- und Informationsveranstaltungen und heute haben wir was ganz Großartiges. Wir haben Enno Lenze, also known as Enno Bendemsi, der gerade erst zurückgekehrt ist von einer, 2 Wochen warst du weg, ne? Also 8 Tage. 8 Tage. Reise ins wilde Kurdistan, beziehungsweise die quasi autonomen nordirakischen kurdischen Gebiete. Und wie man ja mitbekommen hat, geht es da gerade ziemlich hoch her, dass die ISIS sich da ausgebreitet hat. Wer und was genau das ist, denke ich mal, wirst du gleich ja noch ein bisschen ziemlich genau erläutern. Und ja, schön, dass du heil zurückgekommen bist. Ein bisschen Sorgen habe ich mir ja schon gemacht im Vorfeld. Ich nicht. Weiß ich, deswegen machst du solche Reisen. ja, und ich würde direkt das Wort an dich übergeben. Ja, erstmal hallo, willkommen. Zu Hause sieht man es nicht, der Saal ist so gerappelt voll, es passt niemand mehr rein. Auch zu Hause an die Empfangsgeräte, hallo. Also, ich werde hier ein bisschen erzählen zu, im Prinzip zum einen zur autonomen Region Kurdistan. Was ist das überhaupt und warum kennt das hier keiner? so einen kurzen historischen Abriss, weil man immer nicht weiß, wie viel die Leute hier wissen, aber so weit, dass jeder was erstmal mit dem Begriff anzufangen weiß. Dann geht es natürlich darum, mit so einer kurzen Karte mal, wo war ich da eigentlich und was habe ich gesehen und was ist jetzt mit der ISIS in zumindest den Teilen des Iraks, die ich da besucht habe. Und wie man sieht, ich habe mich für ein sehr schickes Design entschieden, schwarz auf weiß mit der LibreOffice Standardschrift. Das wird auch nicht spannender. Deswegen das Interessante ist hoffentlich, was ich erzähle. Ja, hier haben wir es ganz kurz, also gleich geht's los mit Entwicklung Kurdistans, dann kurz die Akteure, das ist, glaube im Großen und Ganzen ist es klar, aber 2, 3 Begriffe erklären, meine aktuelle Reise, dann was damit zu tun hat, die Flüchtlingssituation in Kurdistan, das ist auch ein eigenes, sehr spannendes, sehr langes Kapitel und dann sind wir auch schon durch und danach könnt ihr fragen, so viel ihr wollt. Dann hätte ich gerne ein Slide weiter, oh, die Fernbedienung geht. Also, Kurdistan ist so ein Begriff, der halt irgendwie vielfach, mehrfach verwendet ist, also es gibt halt das wilde Land von Karl May, das ist irgendwie so dieses Gewobbel. Und dann gibt es Kurdistan, das ist im Prinzip das Siedlungsgebiet der Kurden, was sich über Syrien, Iran, Irak und die Türkei erstreckt, mit so mittelklaren Grenzen, also bis wohin das genau geht. Und wenn ich hier von Kurdistan rede, meine ich im Normalfall die sogenannte autonome Region Kurdistan, die, das ist ja auch so ein bisschen, im Prinzip das mit der roten Linie, also mit der nicht gestrichelten, mit der durchgehenden roten Linie. Leider ist diese Karte halt, wie sich das so ergibt, nicht in den letzten Tagen angepasst worden. Die Grenzen Kurdistans haben sich de facto geringfügig hier verschoben. Und inzwischen gehen die, also es gibt hier diese, das hieß mal die Disputed Areas oder halt die umkämpften Gebiete. Und inzwischen muss man sagen, müsste man die Linie so in etwa schon fast ziehen. Da kommen wir aber gleich ein bisschen genauer zu. Aber sagen wir mal so im Bereich zwischen der rot durchgehenden und rot gestrichelten Linie, das ist so, was ich meine. Das heißt, das ist nur das Gebiet im Nordirak. Das ist formal ein Bundesland vom Irak, hat aber sehr weitgehende eigene Rechte. Und da kommen wir auch gleich ein bisschen zu. Da machen wir mal ein Slide weiter. Genau, die Fernbedienung hat so einen kleinen Wackelkontakt. So, die Entwicklung Kurdistans. Also ich meine insgesamt die Entwicklung Kurdistans als Siedlungsgebiet der Kurden könnte man einen historischen Vortrag über viele Jahrhunderte sicher machen. Deswegen machen wir es hier sehr kompakt. 1974 trat das sozusagen zum ersten Mal in Erscheinung, als man im Irak damals, also damals auch schon unter Saddam, diesen Teil, dieses teilautonome Gebiet im Norden definiert hat. Das ist ungefähr, was gerade mit der roten durchgezogenen Linie markiert war, also so das Kerngebiet. Da wurde dann auch ausgemacht, dass 5 Minister in Bagdad Kurden sein sollen.
und es ein Parlament und eine Regierung in Erbil geben soll. Erbil ist die Hauptstadt der autonomen Region Kurdistan, also so die Regionalhauptstadt. Das war so theoretisch so ein bisschen so ein Zugeständnis. De facto kann man sagen, war das halt irgendwie so ein Papiertiger. Das Parlament stand unter der Kontrolle Bagdads und richtig eigenständig entscheiden konnte man da gar nichts. Das heißt, man hatte irgendwie auf dem Papier so ein paar Rechte hin und her geschoben. Es gab auch grundsätzlich Institutionen, die aber halt de facto einfach keine Macht hatten. Also das war so der Ansatz. Aber mit Autonomie hatte das nicht viel zu tun. Mag jemand die Fernbedienung pieken? Danke. So, 91, da fing es eigentlich dann wieder an, spannender zu werden. Man hatte also die Kurden im Norden Iraks, die von Saddam, wie eigentlich alle Leute, die nicht direkt zu Saddam gehört haben, unterdrückt wurden. Allerdings waren die immer schon relativ stark da oben und sagen wir, haben sich einfach nicht so viel gefallen lassen. Sagen wir nicht unbedingt, weil es die coolsten Säue waren, die rumliefen, sondern weil denen einfach klar war, da steht ihr Leben und das von ihren Familien und so weiter auf dem Spiel und damit dem Mut der Verzweiflung haben die sich dann ziemlich gewehrt. Zu der Zeit war es so, dass man auch sagen kann, da haben die nicht bequem in diesem gesamten Siedlungsgebiet gelebt oder so, sondern 3 Jahre zuvor, 1988, gab es die Giftgasangriffe auf Halabja. Es gab noch welche auf 40 andere Orte, aber die aus Halabja sind bekannt geworden, weil da die Aufnahmen von rausgingen und weil da viele Fotografen irgendwie Bilder um die Welt geschickt haben. Das sah dann so aus, dass da also die irakische Luftwaffe ein Dorf einfach mit Giftgas sehr überraschend bombardiert hat für alle, die da waren. Ungefähr 5.000 bis 10.000 Leute sind sofort gestorben. Das war so ein Großteil der Bevölkerung dort. Und irgendwas zwischen 50.000 und 150.000 Leuten haben Spätfolgen oder sind dabei verletzt worden oder Erbfolgen oder Ähnliches. Das heißt, das war so die Situation. Es hatte sich dann weiter zugespitzt, Stück für Stück. Die Kurden sind immer weiter zurückgedrängt worden in die Berge. Also es ist so flaches so Land, so in beige-gelbtönen irgendwie. Und dann kommen am Ende so Berge und sie sind halt immer weiter zurückgedrängt worden bis in die Berge und waren halt in einer ziemlich verzweifelten Lage, weil die Türkei sie jetzt auch nicht unbedingt aufnehmen wollte. Also die haben natürlich schon, muss man sagen, Flüchtlinge in gar nicht so geringen Mengen aufgenommen, aber halt nicht, dass man mit dem ganzen Volk mal eben übersiedeln kann. Von der anderen Seite kamen eben die irakischen Truppen und es war halt auch keine Hilfe in Sicht, also keine Sau interessiert sich für Leute, denen schlecht geht auf der Welt, leider meistens, das kennen wir ja alle und in dem Fall war es eben genauso. 1991 war es dann so, dass die Amerikaner da ihren zweiten Golfkrieg hatten und dann auch aufgefordert haben, unter anderem die Kurden, aber auch andere Leute, sich gegen Saddam zu stellen und daraus folgte dann dass sie da wirklich mal angefangen haben, gegen Saddams Truppen vorzugehen. Das war auch die Zeit, als es die nördliche Flugverbotszone gab. Das heißt, Saddams Luftwaffe konnte dann nicht mehr so ungefähr 2/3 dieser kurdischen Zonen bombardieren. Ungefähr 1/3 lag außerhalb der Flugverbotszone. Und da haben auch britische und amerikanische Kampfjets für gesorgt, dass das halt auch wirklich de facto so war. Also da gab es ein paar Feuergefechte, da sind auch von beiden Seiten Jets vom Himmel gekommen. Aber zumindest wusste man, man muss nur auf dem Boden kämpfen, der Himmel ist relativ sicher und man hat so einen, naja, so einen mittelmäßigen Rückhalt von den Amis, die zumindest dahinter stehen, wenn man sich jetzt aufbäumt. Sie haben das dann auch gemacht, haben mit relativ schlechter Ausstattung, also halt mit Gewehren, ein paar Granatwerfern und so weiter, aber jetzt keinen großen Maschinen oder keiner großen Artillerie oder so, es geschafft, auf dem Boden ziemlich gut vorzurücken und zum Beispiel Sulmania, eine der größten Städte der Region, damals so eine 100.000er Einwohnerstadt, komplett von Saddams Truppen in wenigen Tagen zu räumen, weil die halt relativ überrascht waren, dass diese Leute da wirklich mal was machen. Man muss halt sagen, wenn man so vor der Entscheidung steht, mein ganzes Volk könnte sterben oder wir machen jetzt was und auf der anderen Seite hat man schlecht bezahlte irakische Soldaten, kann man sich auch vorstellen, wer jetzt mit mehr Elan kämpft und wer irgendwie sagt, ich gehe mal. Also, wie wir es jetzt auch in den letzten Tagen wieder gesehen haben von der irakischen Armee. Daraus resultierte dann, dass es so eine schon eher autonome Region in Kurdistan da oben gab. Das war bei Weitem nicht so weitrechtlich wie jetzt, aber zumindest haben sie da einen Bereich etabliert gekriegt, wo sie halbwegs ihre Ruhe hatten, wo sie auch tatsächlich Wahlen abgehalten haben 1992, wo es da ein kleines Problem gab. Es gibt zwei große Parteien, die KDP und die PUK. Das sind einfach so, ich würde es mal sagen, die großen Volksparteien oder so, also die beiden großen Parteien dagegen, die kurdischen. Die KDP ist so im Nordwesten
also das Land läuft so ein bisschen diagonal und im Prinzip im Nordwesten haben die die Mehrheit und die PUK im Südosten. Das sind aber sehr rivalisierende Parteien früher gewesen, gab es bis hin zu Auseinandersetzungen mit Waffen und Ähnlichem, das ging ziemlich heiß her. Und dadurch, dass die sich halt wirklich so ganz und gar nicht mochten und nicht ordentlich an einem Strang gezogen haben, gab es dann bis 1996 zwei quasi föderale Regierungsbereiche. Der eine um Erbil, was halt so die große Stadt ist, die man so der KDP quasi zurechnen kann. Und in Sulmania, das ist so Richtung iranische Grenze runter, wo die PUK mächtig war. Grundsätzlich hat sich diese Aufteilung auch bis heute gehalten. Also Erbil und Sulmania sind heute noch die großen Städte, es sind Millionenstädte. Und Erbil ist immer noch in KDP-Hand und Sulmania in PUK-Hand. Und das ist immer noch so halb-halb geteilt das Land, nur dass die inzwischen halt ordentlich zusammenarbeiten. Die unterschiedlichen Positionen sind gar nicht so unglaublich groß, deswegen also im Prinzip reicht es eigentlich, wenn man sich das nicht im Detail angucken, wenn man es sich nicht im Detail angucken will, wenn man weiß, es gab eben diese zwei Parteien, die haben sich halt früher ganz schön böse gefetzt und inzwischen ziehen die aber zusammen an einem Strang und politisch ist das Land aber immer noch einfach so, sagen wir, in zwei Lager geteilt, die sich aber nichts großartig tun. Dann eins weiter, bitte. So, ab 2003 wurde es dann so richtig interessant, kann man sagen. Also das war die Zeit, wo Saddam dann weg vom Fenster war und wo die Amis halt, die Macht innehatten und so nach und nach versucht haben, da irgendwelche anderen Machtstrukturen zu etablieren. Seitdem ist diese Region wirklich autonom im Norden, also in der Verfassung verankert und so weiter. Sie haben eigenes Parlament, sie haben eigene Wahlen, regieren ziemlich selber, haben eigene Gesetze, sie können, also haben eigene Ministerposten, haben ganz wichtig ein eigenes Militär und eine eigene Polizei und haben eigene Grenzübergänge oder halt so Checkpoints zum Irak. Wenn man einreist, kriegt man einen passenden Stempel mit autonome Region Kurdistan. Das gilt nicht im Irak, das Visum und umgekehrt. Also da sieht man, das ist schon deutlich weiter in Richtung eines souveränen Staates als in Richtung Bundesland. Das zog sich dann bei einigen Streitereien auch so weit, dass man dann angefangen hat, irakischen Ministern Visum einzustempeln, wenn die nach Kurdistan kamen und gesagt haben, es ist schön, dass du hier bist, wir geben dir sogar ein Visum, sei willkommen. Also da gab es, das hat sich so, sagen wir, zwischen 2003 und heute immer weiter zugespitzt, dass man sich da auch immer mehr rausgenommen hat. Aber man kann sagen, daran sieht man schon, das ist schon extrem weit damals gewesen und hat halt nicht mehr viel mit dem Bundesland zu tun. Halt auch dieser super spannende Punkt, die irakische Armee darf nicht nach Kurdistan rein. Das ist auch rechtlich garantiert und auch de facto haben sie einfach Probleme gehabt, wenn sie da vor der Tür standen. Und umgekehrt darf die kurdische Armee, die Peschmerga, aber im ganzen Irak operieren. Also das ist auch ein sehr spannendes Teil, also eine sehr spannende Sache, weil man da einfach irgendwie sieht, dass die, sagen wir mal, gut verhandelt haben und eigentlich auch in der Lage sind, ihre Interessen ganz schön weit durchzusetzen. Ein richtig spannender Punkt für die gesamte Region, harte Frauenquote 30%. Das heißt, im Parlament, in öffentlichen Einrichtungen und so weiter, also das, wo so klassischerweise Beamte arbeiten, gibt es eine Quote von 30%, die von Frauen besetzt sein müssen. Im aktuellen Parlament sind es, meine ich, sogar 35-36%, wo man also sieht, es werden nicht nur gerade eben die Pflichtplätze vergeben, sondern es werden tatsächlich auch darüber hinaus Posten vergeben. Das ist also eine Frauenquotendebatte wie hier hat es in der Form da nicht gegeben oder in dieser Ausführlichkeit. Aber als ich da mal mit Leuten gesprochen habe, wieso sie das denn so machen, haben sie halt gesagt, naja, sie haben halt also wirklich eine sehr offene Gesellschaft und eine relativ freie Gesellschaft. Haben gesagt, nur weil es in den Gesetzen und so weiter drinsteht, dass es Gleichberechtigung gibt, haben sie leider immer noch genug konservative Leute in ihrem Land. Und deswegen eben sozusagen Frauenquote als Brückentechnologie, bis die Gesellschaft so weit ist, dass man das nicht mehr braucht. Die Frauenquote dort im Parlament ist damit, meine ich, recht ähnlich wie hier im Bundestag. Also so bei knapp über einem Drittel. Es gab dann 2006 noch einen spannenden Punkt, der einfach so für, für den Patriotismus oder wie man es nennen will, wichtig war. Bis 2006 war auch in der autonomen Region Kurdistan alles offiziell mit irakischen Flaggen beflaggt. Also die autonome Region hat auch eine eigene Hymne, eine eigene Flagge und so weiter. Und 2006 gab es den sogenannten Flaggenstreit, wo man dann entschieden hat, es wird jetzt kurdisch beflaggt und zwar alles.
Und das ist also und nicht parallel irakisch-kurdisch, sondern nur kurdisch. Und das gab auch innerhalb der eigenen Reihen einige Diskussionen. Ende vom Lied ist, dass es inzwischen gang und gäbe, dass man da überall nur noch die kurdischen Flaggen sieht. Und auch an den Checkpoints und auch Richtung ISIS und so, da waren dann nicht ISIS-Flaggen und irakische Flaggen, die so auf den verschiedenen Seiten standen, sondern kurdische Flaggen und ISIS-Flaggen. Also das ist da ziemlich klar. Auch die Armeefahrzeuge und alles nur noch mit kurdischen Flaggen beflaggt. Was sich seit 2003 also immer weiter zieht, ist halt, sagen wir mal, diese Emanzipation der autonomen Region Kurdistan. Und im Kern kann man sagen, geht es um Geld und um politische Unabhängigkeit. Das ist gerade in den letzten Jahren nochmal deutlich wilder geworden. Da gibt es ja zurzeit den Premierminister im Irak, al-Maliki, der, sagen wir mal, auf einem ähnlichen Wege ist wie Saddam damals. Also während Saddam ja alle Leute außer quasi seine eigenen Reihen versucht hat, von der Politik auszuschließen und vom öffentlichen Leben und so, kam dann jetzt al-Maliki und hat gesagt, okay, wie du mir, so ich dir, wir drehen den Spieß rum und schließen euch alle aus. Also während es zwar mal nötig gewesen wäre, das Land zu einen und irgendwie ein bisschen friedlichere Politik zu machen, macht er das Gleiche, nur mit anderen Volksgruppen, also einmal den Spieß umgedreht. Das ist dann eben auch so, dass das auch die Kurden immer wieder getroffen hat. Und die seitdem dann angefangen haben, sich immer weiter damit zu streiten. Ein ganz wichtiger Punkt sind die Ölressourcen. Kurdistan hat unglaublich riesige Ölressourcen. Und da war der Deal, das wird halt abgebaut, es wird über Bagdad verkauft. Und 83% des Geldes gehen an Bagdad und 17% an Kurdistan. Die Quote wurde mal errechnet anhand der Bevölkerung, dass man gesagt hat, also so quasi pro Kopf wird das umgerechnet und das klingt so halbwegs fair. Gibt so zwei Punkte. Zum einen irgendwie ändert sich die Bevölkerung und zum anderen sollte man auch irgendwann mal zahlen. Und beides wurde irgendwie bemängelt, dass weder die Zahlen angepasst wurden, noch die Zahlungen erfolgt sind. So immer wieder und das über Jahre. Jetzt ist natürlich die Sache, wenn man da seine eigene autonome Region hat und vor allem eine eigene Armee und die Ölfelder de facto unter einem sind, dann kann man auch irgendwann sagen, ja, schön, wir können den Scheiß auch selber verkaufen. Und das ist so, also der Ton wurde immer rauer zwischen Bagdad und Erbil. Und das hat sich dann in erster Linie in diesem Ölstreit manifestiert. Das ging dann los, dass man eine eigene Pipeline gebaut hat von Kurdistan in die Türkei. Da sind wir im Prinzip hier bei dem Punkt politische Freunde in der Welt finden und politische Freunde findet man immer über Geld. Und Türkei und Kurdistan, kann man sich vorstellen, hatte immer so ein zwiespältiges Verhältnis und am einfachsten löst man schwierige Verhältnisse über gute Wirtschaftsbeziehungen. Das Handelsvolumen liegt inzwischen bei ungefähr 5 Milliarden Dollar zwischen der autonomen Region Kurdistan und der Türkei. Und dadurch, dass es jetzt diese Erdölpipeline gibt, also wo es Rohöl in diesen Ölhafen in der Türkei gepumpt wird und ihnen halt auch zugesichert wurde, dass es keine zweite Pipeline gibt, sind Kurden und Türken sehr gute Freunde geworden. Und es gab da aber noch einen anderen politischen Punkt. Also im Prinzip kann man auch sagen, in der Türkei hat wahrscheinlich niemand in der gesamten Bevölkerung eigentlich Bock auf diesen Streit zwischen Türken und Kurden, weil es hat unterm Strich keiner was von. Aber aus so einer Nummer, die so festgefahren ist, kommt man auch nicht über Nacht raus. Und gerade so ein Machthaber dann wie Erdogan kann ich einfach sagen, schnipp, das sind jetzt unsere Freunde, dann verliert er seine Hardliner-Wähler und so weiter. Das heißt, da musste irgendwie eine Lösung her. Und dann ist es natürlich geschickt, wenn man sagt, also die Kurden im Nachbarland, also nicht die, die wir nicht mögen, sondern die im Nachbarland, die sind gar nicht so schlimm. Aber dann sind vielleicht die in unserem Land ja auch nicht ganz so schlimm. Und dann hat man so ganz langsam Stück für Stück so eine Annäherung gemerkt. Und die Kurden im Irak haben auch sehr viel vermittelt zwischen PKK und Öcalan und Erdogan und so weiter, dass es da halt letztes Jahr zu diesem Gespräch auch kam zwischen Erdogan und Öcalan und so weiter und dass man angefangen hat, die diskriminierenden Gesetze in der Türkei abzubauen und all diese Dinge. Und wo man sieht, also auch da gab es dann hintenrum so eine Entspannung der Lage und das zieht sich auch so weiter. Also was ja auch ganz angenehm ist, wenn so ein alter, tief sitzender Streit, von dem niemand was hat, wo man merkt, er wird so langsam, sagen wir mal, schwächer. Also und hat halt eine Chance, irgendwie mal ordentlich behoben zu werden. Das heißt aber auch, also die haben schon mal eine gute Beziehung gehabt. Dann kann man sagen, so wen braucht man in der Welt als Freunde? Die EU, die Russen und die Amis irgendwie. Zumindest wenn man irgendwie halbwegs sicher durch die Welt kommen will.
Die Amis werden halt, sagen wir, im Großen und Ganzen regiert von Exxon und die Russen von Gazprom. Das ist relativ einfach. Also hat man den einen das eine Ölfeld gegeben und den anderen das andere Ölfeld und hat dann gesagt, hier Putin, deine Regierung sagt, wir sind jetzt Freunde. Und dann hat das auch irgendwie relativ gut funktioniert, dass man darüber ja, sich da ganz gut eingekauft hat. Und die Ölfelder müssen so oder so beackert werden, man will das Geld eh haben und dann kann es einem ja relativ egal sein, wer es abbaut und dann nimmt man natürlich die Leute, die einem gerade genehm sind. So, dann braucht man noch die Deutschen im Boot, weil wir halt auch zwangsweise wichtig sind. Wunder, oh Wunder, ratet, wer die Erdölpipeline betreibt, ein deutsches Unternehmen und schon hat man irgendwie so einen Haufen Freunde auf der Welt und das zog sich dann in tausend Details weiter. Aber man kann sagen, das war halt so relativ geschickt gemacht. Also die Dinge, die man eh vergeben muss, an die Leute vergeben, die einem irgendwie nütze sind. Und das wurde wirklich über die letzten Jahre Stück für Stück immer weiter aufgebaut und immer Schritt für Schritt, aber mit sehr viel Feingefühl. Also dass man möglichst nie irgendwen verärgert hat, aber immer Freunde aufgebaut hat. Weil Exxon hat ja kein Problem damit, dass Gazprom Feld bekommt oder umgekehrt, sobald oder solange sie ordentlich mit verdienen. Jetzt ist es aber so, in dieser schwierigen Situation, also Türkei als Nachbar, wenn man mit denen dann klarkommt, ist ja okay, aber Türkei ist ja auch nicht so ein problematisches Land wie vielleicht der Iran oder Syrien nebenan derzeit. Mit dem Iran gibt es ganz gute Beziehungen eigentlich auch in erster Linie über Handel. Syrien ist halt, oh, da gibt es halt auch diskriminierte Kurden, das war nie so ein richtiger Freund und die haben aber auch zurzeit genug zu tun, das ist relativ harmlos, also oder die tun einem nichts, die haben interne Probleme. Und dann hat man halt noch den Irak und oder halt Bagdad und das sind die einzigen, mit denen sie halt, also mit der Regierung nicht gut klarkommen, aber das kann einem in dem Fall auch scheißegal sein, wenn man am längeren Hebel sitzt. Was ich in der Gegend noch ganz angenehm fand, im Gegensatz zum Beispiel zum Konflikt eben in Israel und Palästina oder so, wo mir immer schien, wenn ich da war, dass wirklich auch die Leute auf der Straße einfach ein so tief sitzendes Problem miteinander haben, aus diesem uralten Konflikt resultierend. Wenn man mit Kurden oder Irakis spricht aus dem Irak, die haben persönlich miteinander gar keine Probleme. Das geht wirklich nur über die Regierungsschiene, dass man da Probleme mit hat, aber nicht, dass sich die Leute untereinander hassen, attackieren oder irgendwas, wo ich denke, das ist auch noch eine sehr, sehr gute Situation, weil einen bescheuerten Machthaber hassen ist gar kein Problem. Gibt es genug Leute im Irak, die ihre eigene Regierung auch nicht mögen, aber es ist halt nicht so ein Kleinkrieg auf niedriger Ebene. Das heißt, man hat also politisch sich wichtige Freunde gemacht und ja, das ging, achso, jetzt die letzten Sachen waren der ganz wichtige Punkt beim Ölstreit. Kurdistan hat angefangen, das Öl selber zu verkaufen. Das war so in den letzten Wochen, das haben sie lange angekündigt. Dann haben gesagt, wir haben das Öl, wir haben eine Armee, die euch draußen hält. Wir verkaufen das Öl selber, Ende Gelände, wir kriegen 100% statt 17. Dann haben sie halt die Erdölpipeline in Betrieb genommen, also haben die getestet, das ging, alles super, haben das Zeug nach, also in die Türkei geschafft, haben es auf Tanker geschafft, dann war ein bisschen unklar, wo die sind und hups, dann tauchten sie in Aschkelon auf und Israel hat gesagt, geil, wir haben Erdöl gekauft, vielen Dank nach drüben, übrigens hat keiner was gegen, oder? Und alle meinten, nö, ach, du, das ist ein internes Problem, da das interessiert uns gerade gar nicht, Russland sagt, interessiert uns nicht, Amis sagen, ach, uns interessiert das nicht. Eigentlich interessiert es niemanden, außer die irakische Regierung, die halt heult, wo man natürlich auch sagen muss, also mit Syrien werden die Kurden keine Freunde, mit dem Iran sagen wir keine dicken Freunde und so, das sind so Nutznießerschaften, aber dass Israel und Kurdistan Freunde werden, das kann man sich vorstellen, weil die haben nichts gegeneinander grundsätzlich und sie haben gemeinsam Feind Syrien dazwischen. Und das eint natürlich wahnsinnig und also ich glaube, für Israel ist es sehr praktisch, einfach auf der anderen Seite jemanden zu haben, der quasi ein Freund ist, und für die Kurden ist Israel auch einfach mal nicht der schlechteste Partner, glaube ich. Da können sie, denke ich, auch einiges gerade an Know-how-Transfer und so weiter noch bekommen. So, aktuell ist dann der Punkt, hieß es, naja, das Öl verkaufen wir selber, eine Armee haben wir, irgendwie Visa haben wir und so weiter. Was hat der Irak je für uns getan, nicht wahr? Den Aquädukt, naja, und haben sie gesagt, auch eigentlich können wir das Ding auch selber durchziehen, müssen wir nur noch Pässe und Geld drucken, weil der Rest ist ja da.
Und das war auch so, das waberte so hin und her, aber es hat niemand so richtig, also es hat nie einer von den Spitzenpolitikern gesagt, wir wollen jetzt unabhängig werden, sondern es hieß, wir müssen neue Wege überlegen, wir müssen gucken, wie sich das verändert. Und irgendwie vorgestern sagte dann der Präsident von Kurdistan übrigens, wir machen Referendum Unabhängigkeit innerhalb der nächsten Monate. Nächste Woche wird das Parlament gefragt, wir stimmen ab, wann wir das Referendum machen, Sache durch. Der israelische Premierminister hat gesagt, super, bin ich voll für. Der französische Botschafter hat gesagt, bin ich voll für. Und dann hieß es, habe ich, Moment, ich muss da nochmal Rücksprache halten. Aber im Prinzip merkt man so, die Sache ist sehr, sehr, sehr akut. Und halt auch als wir jetzt vor Ort waren, war eigentlich das dominierende Thema, wie geht es mit der Unabhängigkeit? Und die ISIS war so, sagen wir, ganz knapp dahinter, aber definitiv auf Platz 2. Dann bitte einmal weiter. So, jetzt die Akteure dort. Ist ja auch ganz kurz, nur dass man weiß, wer wer ist. Peschmerga, das ist die offizielle Armee der kurdischen, der autonomen Region Kurdistan. Ist eine Armee, die zurzeit ungefähr 270.000 Mann unter Waffen hat. Zum Größenvergleich, damit sind sie 50% größer als die Bundeswehr, verteidigen aber ein Gebiet so groß wie Niedersachsen und müssen nicht mal das ganze Gebiet verteidigen, sondern eigentlich nur die Hälfte der Grenze, also die Grenze Richtung Irak. Kann man sich vorstellen, die können fast Schulter an Schulter stehen. Das ist eine sehr, sehr, sehr bequeme Situation. Und dazu haben die Jahrzehnte richtig krasse Kampferfahrung und mussten immer im Prinzip als Underdog mit schlechtem Equipment und so weiter kämpfen. Also, der Hund geht ans Bier, ich wäre vorsichtig. Okay. Das heißt also, die sind's gar nicht gewohnt, mit unglaublichem Hightech-Equipment und einer Luftüberlegenheit oder so zu kämpfen, sondern die sind es gewohnt, mit mittelmäßigem, so 80er, 90er Jahre Russen-Equipment auf dem Boden zu kämpfen und haben damit halt mal eben die Saddam-Truppen weggefegt. Und dann kann man sich vorstellen, in den letzten Jahren wurde da einiges aufgerüstet an Equipment und Training und so, aber die sind schon eine ziemliche Nummer in der Region. Also die haben schon ganz schön was drauf. Und wie eben anfangs schon gesagt, die wissen wirklich, wofür sie kämpfen. Und das sollte man nicht unterschätzen, wie entscheidend das ist, wenn man wirklich was zu verlieren hat, wenn man kämpft. Dann haben wir eben die Islamistischer Staat oder wie sie sich immer nennen, also hier am ehesten ISIS. Das ist eben ja so ein komisches Zusammenschluss. Da sind eben so verschiedene extremistische Gruppen, die Al-Qaida im Irak zum Beispiel oder die ISI und so weiter. Da kann man sagen, die gab es immer schon. Das ist halt so ein mittelgut organisierter Deppenhaufen gewesen, die aber nicht so gefährlich waren, sagen wir. Das waren so durchschnittliche lokale Terroristen, aber ohne richtige Schlagkraft und ohne ordentliche Strategen und so. Und dann kamen eben Saddams alte Generäle und haben, wie das auch immer lief, ist irgendwie noch unklar, diese Leute unter sich gebracht. Und jetzt hat man da leider Generäle, die zum Teil 20, 30 Jahre auch wirklich böse Kriegserfahrungen gemacht haben und gerade dieses Land kennen wie sonst was, die da Volksaufstände niedergeschlagen haben, die zum Teil daran beteiligt waren, als in Kuwait einmarschiert wurde und im Iran-Irak-Krieg oder so schon dabei waren. Also Leute, die schlimmerweise echt was drauf haben und jetzt richtig gutes Kanonenfutter gekriegt haben, wo sie nicht darauf achten müssen, ob die sterben, weil die Leute sich auch noch freuen, wenn sie sterben, weil sie dann ins Paradies kommen. Also, und das gibt halt eine ganz böse, explosive Mischung. Dazu ist ein Problem, dass man überhaupt nicht weiß, wie viele Leute das genau sind. Also es werden halt so Zehntausende geschätzt und Zehntausende ist einfach mal eine ganz böse, große Hausnummer. Was dazu noch interessant ist, also da sind viele Sachen so ein bisschen, oder ein bisschen unklar bis viel unklar. Als ich da war, habe ich mit einem Security Consultant gesprochen, also der so Armeeausbilder ist, so Rent a General oder so im Prinzip, und der derzeit zum Glück für die Peschmerga arbeitet, der auch ganz gut was drauf hatte oder der für eine Firma arbeitet, die da halt irgendwie ausbildet und so weiter. Und der hatte mir halt erzählt, dass er vor 2 bis 3 Jahren von Academy, also früher noch Blackwater, angefragt worden war, für Jordanien Leute auszubilden, die im Prinzip Bodenoffensiven im Irak planen, durchführen können sollten mit Stay-Behind-Operationen und ähnlichem. Und er meinte, das klang so etwa nach dem Katalog, was die ISIS gerade macht, also eigentlich so exakt nach dem. Und der hat dann mit Leuten gesprochen aus der Branche, die erkennt, die man, ja, exakt sowas haben wir vor 2 Jahren ausgebildet in Jordanien. Mit übrigens zum Teil alten Baath-Partei-Leuten, also exakt das, was sich da jetzt abbildet. Was ein bisschen unklar ist, also Blackwater oder halt Academy oder die haben sich gerade wieder umbenannt,
die machen sowas halt nicht, ohne dass die Amis das irgendwie erlaubt oder gestattet oder weggeguckt haben. Und Jordanien macht sowas halt auch nicht mit, ohne dass es irgendwie so ein stillschweigendes Okay gab. Die Frage ist halt, was hatten die damals vor oder was war die Idee? Also so, das ist irgendwie so ein bisschen waberig, unklar, was da wieder schiefgelaufen ist oder so. Ende vom Lied ist auf jeden Fall, man hat jetzt Leute, die richtig gut Ahnung haben vom Militärischen und die haben viel Kanonenfutter und die machen halt einen ziemlich üblen Durchmarsch gerade. Und jetzt haben wir eben dann noch die irakische Armee, die sind eher so die Laienschauspielergruppe zurzeit, die eine unklare Rolle haben, die sich in erster Linie durch Wegrennen und Verstecken irgendwie derzeit schlimmerweise echt zeigt. Also es ist nachher auch noch so ein Bild von verlassenem Equipment und so. Das ist unglaublich, was da los ist und auch vor allem, wieso die so organisiert auf Schnipp auf einmal aus Mosul weggerannt sind, ist auch eine ganz komische Nummer. Aber machen wir erstmal weiter. So, ach so, genau. Wo war ich denn? Damit man sich das so vorstellen kann. Also ich habe die Dinge nicht so chronologisch abgefahren, wie ich es gleich erzähle, aber damit das nicht so ein Kuddelmuddel vom Hin- und Herfahren ist. Diese rot-gelben Punkte, da oben sieht man Sacho, also Sacco geschrieben oder Sacho. Das ist so die nächste Stadt. So hundertprozentig weiß ich nicht, wo wir da waren, aber es war so ungefähr an dem Punkt. Es war ein Fluss und es war die syrische Grenze und mein GPS ging nicht mehr. Also so die letzte Position war da in der Nähe. Das war einer der Punkte, wo wir direkt waren an der Grenze. Dann unten Mosul, das ist eben so der zweite spannende Punkt. Hier unten Kirkuk, das ist sehr wichtig, wir waren da deutlich südlich von Kirkuk, wir waren schon lange nicht mehr in Kirkuk. Und dann eben hier hinten Halabja, also man sieht, das ist so einmal im Prinzip die Grenze, die wichtigen Punkte ab. Und Erbil ist da oben halt die Regionalhauptstadt, da haben wir eben immer Stationen gemacht und in Sulmania waren wir Achterbahn fahren, deswegen ist das in diesem Vortrag nicht im Detail drin. Also man kann sagen, alles, was nur so ein Stück hinter der Grenze liegt, also hier kann man Cocktails saufen und Achterbahn fahren, da ist schon gar nichts mehr los, das ist ein schönes Land, wo ihr gefahrlos gerade hinreisen könnt. Das, wovon wir reden, ist im Prinzip so diese Linie und dann da hoch, das ist das, wo überhaupt was los ist, der Rest ist hier echt ruhig. Dann nur so, dass man halt mal den Überblick hat und weiter hier unten kommt dann irgendwo, jetzt wo hier meine Hand ist, ungefähr Bagdad irgendwie so zum Größenvergleich. Dann einmal weiter. So, fangen wir oben da in der Nähe von Sacho an bei der syrischen Grenze. Also, da haben wir General Sheikh Ali getroffen, das ist halt der zuständige General, also wenn man da ankommt, oder kurz zur Reise, also wir sind halt hingeflogen, also Enno Heidmann und ich, Enno Heidmann ist ein freier Journalist, der vor allem filmt. Ich fahre in so Gegenden, mache Fotos und schreibe drüber. Und wir haben uns halt vorher akkreditiert, dass wir eben mit den Peschmerga, also mit der Armee, relativ viel Kontakt haben konnten, dass wir da vor allem filmen und Interviews machen durften und so weiter. Und ich bin da seit einigen Jahren in der Gegend und habe da irgendwie gute Kontakte geknüpft und dementsprechend die kurdische Regionalregierung war uns da sehr gut gesonnen, deswegen konnten wir in so Frontgebiete direkt rein und halt mit einer Kamera uns vor den General stellen und sagen, Hallihallo, was treibst denn du hier? Und das ist natürlich dann ganz interessant, was man da so direkt mal erzählt bekommt. Da oben, also an dieser syrischen Grenze, war ganz interessant, weil da zum einen Unmengen Flüchtlinge rüberkommen, also so im Jahr liegt das im Bereich von Hunderttausenden und gerade ist halt so ein richtiger Peak zum einen von syrischen Flüchtlingen und zum anderen auch von irakischen, die da so, also so aus den letzten irakischen Gebieten rüberkommen. Die schwierige Aufgabe für die Truppen da ist zum einen an der Grenze sortieren, wer ist hier Terrorist und wer ist hier irgendwie Flüchtling und das ist halt irgendwie, ich habe keinen Plan, wie man die Aufgabe sinnvoll macht. Was ich sehr interessant fand, dass da an der Grenze Leute standen mit so Ayesha-Abzeichen, das ist der Geheimdienst. Also es ist wie wenn man hier irgendwie an den Flughafen kommt und da steht einer mit Bundesnachrichtendienst auf der Marke. Also es wird einen ja auch sehr wundern und die haben das halt einfach draufstehen und sagen, mit dem würde ich gerne mal reden, kommst du mal mit. Mir schien halt, dass die einfach, also mir schien so ähnlich wie der Mossad, die gucken Leute an und sagen, der ist komisch und der, so nach Erfahrungswerten oder was auch immer. Aber ganz offensichtlich haben sie eine mördergute Trefferquote, weil sie halt keine Terrorismusprobleme in der ganzen Gegend haben seit Jahren. Sie hatten jetzt in den letzten Jahren einen Anschlag und der war genau auf das Büro vom Geheimdienst, wo die auch gesagt haben, na gut, ein terroristischer Anschlag auf ein Geheimdienstbüro ist auch so eine Sache, da muss man mit rechnen, aber zumindest war es nicht ein Bazar oder eine Schule oder ein Kindergarten oder so. Und sie wussten vorher von dem Anschlag und oder also war ziemlich genau eingegrenzt und deswegen gab es sehr, sehr geringen Schaden. Also sind zwar Leute gestorben von den Sicherheitsbeamten, die vor der Tür standen,
weil es mehr Fahrzeuge waren, als man gedacht hatte. Aber insgesamt muss man sagen, für so eine Region, also in dem Umfeld, haben die das unglaublich krass gut im Griff. Und das hätte mich halt auch sehr im Detail interessiert, wie genau man jetzt so eine Filterung an der Grenze oder so macht. Wobei sie da natürlich nicht im Detail drauf eingehen wollten, außer dass sie gut geschultes Personal haben und der Erfolg gibt ihnen recht. Also entweder gibt es da einfach keine Terroristen, die rüberkommen, was ich irgendwie kaum glaube, oder sie sind halt echt gut im Filtern. Dann sehr, sehr spannend war, dass da Peschmerga Special Forces waren. Das sind echt rar gesehene Leute. Also ich habe die in den ganzen Jahren, die ich da die Armee besucht habe, eigentlich nie gesehen. Die sind... Es gibt 1600 von denen übrigens auch in Bagdad, das ist ganz lustig. Seit letztem Jahr hat die irakische Armee es nicht mehr geschafft, die Green Zone in Bagdad richtig zu sichern, was so die absolute Bankrotterklärung war. Und dann haben sie 1600 Peschmerga Special Forces geschickt, die jetzt die Green Zone in Bagdad sichern. Also und inzwischen auch noch durch die US Army ergänzt. Auf jeden Fall, da haben wir so Special Forces gehabt. Die sahen eine ganze Nummer härter aus als alle Soldaten, die ich vorher gesehen habe. Da war auch einer bei, da haben wir echt gedacht, der sticht die ISIS einfach alle selber mit dem Finger ab. Das war so ein 2x2-Meter-Typ, der so Oberarme hatte, da hätte man ein Gesicht drauf malen und ihn irgendwie als Doppelkopf durchgehen lassen können. Es war ein unglaubliches Tier. Und also das waren echt so Leute, wie man sie sich in so einem Rambo-Film oder so vorstellt. Also wo man auch gesehen hat, die haben hier sicherlich keinen McFit in der Nähe und fressen keine Anabolika, die müssen echt ganz schön Einsätze machen. Und der hatte so ein XXXL-T-Shirt an, was echt stramm saß. Also das war schon ganz schöner Kanten bei. Und auch die anderen, die kamen gerade aus der Gegend von Tal Afar, also so im Irak Richtung Syrien rüber, da wo es gerade heiß hergeht. Und wir konnten halt mit denen sprechen, als sie quasi gerade aus dem Einsatz zurückkamen, was damit so die dichteste Quelle zur ISIS war, die wir überhaupt hatten, weil wir da Leute ungefiltert fragen konnten, so ihr wart vor 30 Minuten im Einsatz, was hat's da gegeben? Das Spannende an der Sache war auch, also bei dem General, bei dem wir da waren, mit den Special Forces und alles, es hieß, nehmt die Kamera mit und filmt. Wir haben gesagt, okay, gibt's irgendeinen Presseoffizier, der mitkommt, gibt's irgendwas? Nö, filmt halt. Sagt, okay, wird das Material dann nachher gesichtet oder so? Nö. Sagt, okay, das heißt, wir rennen jetzt im Special Forces Stützpunkt rum, filmen, wen wir wollen, fragen, was wir wollen und können das nachher senden. Sagt, klar. Sagt, okay, das ist sehr weitreichend. Also das ist so, wie wenn man halt bei den Kommando-Spezialkräften irgendwie in Afghanistan bei denen durch die Dusche läuft, so in etwa vergleichbar. Und die haben gesagt, ja, mach halt. Und das war halt sehr, sehr spannend, weil die auch viel über die ISIS erzählt haben. Und wir haben halt gesagt, wie ist das, wenn man mit denen kämpft und hin und her? Und im Prinzip haben die gesagt, naja, also man sieht die ISIS halt nicht. Also die sehen zu, dass man sie nicht vor die Flinte direkt kriegt, dass man sie nicht sieht, dass man sie nicht erkennt. Die bauen halt also die so IEDs, also diese selbstgebauten Straßenrandbomben. Und die benutzen Scharfschützen, um so ein bisschen Terror zu verbreiten und so weiter. Und aber auf eine andere Armee in Gefecht versuchen sie nicht zu treffen. Also passiert natürlich immer wieder, aber man merkt, dass sie nicht gezielt Fronten angreifen, sondern sich durchschlängeln. Also zum einen ist man dadurch mit relativ wenigen Verlusten dabei, zum anderen ist man ungeschlagen, weil man nie die Konfrontation richtig gesucht hat. Und zu guter Letzt macht man einen Haufen Terror, wenn die Leute Angst haben, da könnte irgendwie eine Bombe auf der Straße sein oder ein Scharfschütze, also wenn man so unkalkulierbare Sachen hat und einfach immer so eine gewisse Angst mitschwingt. Und ansonsten den Weg, den sie durch den Irak nehmen, sieht man ja auch, dass sie im Prinzip alles meiden, was ihnen nicht direkt nützt. Also die gehen kein Gefecht ein, wo sie nicht einen direkten Vorteil von haben. Da kommen wir nachher nochmal zu, warum sie dann zum Beispiel durch Mosul gerannt sind. Dann bitte einmal weiter. Das ist übrigens so eine Situation, die ist jetzt aus dem Video geschnitten. Also damit man sich das mal vorstellt, das ist das provisorische Büro vom General, was er direkt an der Front hat. Da ist das nämlich lustig. Wenn der Krieg losgeht, gehen alle Generäle an die Front. Das ist schon mal anders als hier. Und zwar nicht so in die Nähe von der Front, sondern das ist so 50 Meter von der Grenze. Das ist der General und das ist so der Offizier, der diese Special Forces befehligt. Und das ist nicht irgendwie im Pressezentrum eine aufgemalte Karte, sondern das ist deren echte Karte. Und die haben gerade besprochen, wo sie gerade waren und wo sie rumlaufen und haben gesagt, nur, ihr könnt das ruhig filmen, wir holen auch einen Dolmetscher. Und das war so, wo man sich echt denkt, okay, natürlich, das ist die Traumaufnahme, die man haben will, aber ist das euer Ernst? Und da, wo er mit der Karte hinzeigt, also wo er mit dem Stab hinzeigt, also diese durchgezogene Linie knapp da drüber, das ist die syrische-irakische Grenze und das ist halt... ich muss mal gucken, mit dem Kabel hier. Also,
Wir haben hier das große Mosul. Das ist, wo also hier so ungefähr die ISIS-Front verlief. Hier haben wir den Lake Mosul, das ist so den Damm Mosul und so weiter. Das heißt, hier ist im Prinzip so die eigentlich die kurdisch-irakische Grenze. Dann sagt er also, im Moment stehen wir hier. So, quasi sagt, alles klar. Also das ist so 2 Stunden mit dem Auto oder 3 Stunden mit dem Jeep durchs Gelände oder 4. Und hier ist überall die irakische Armee abgezogen. Das hier, weil es so größer ist, müsste Tal Afar sein. Das kennt man so aus den Nachrichten ein bisschen. Und hier ist dann halt die syrische Grenze. Also das hier dürften so 15, 20 Kilometer sein. Der hat gesagt, also das hier ist so der letzte Punkt, wo sie heute gekämpft haben. Und dann zieht sich das hier so runter, das Operationsgebiet. Und dann sieht man irgendwie, da ist nicht mehr viel mit irakischer Armee. Die haben hier mal eben irgendwie, weiß ich nicht, 50 bis 100 Kilometer mit den Peschmergern eingenommen. Oder das Vakuum gefüllt im Prinzip. Also ja, nicht eingenommen, sondern da war keiner. Und sie sind da mal eben durchgefahren bis vorne. Und er hat dann halt angefangen zu erzählen und holte halt diesen Offizier her und hat dann gesagt, sag mal, war das jetzt hier oder da, wo war denn jetzt genau? Und hat sich nochmal so ganz präzise sagen lassen, wo jetzt gerade wer steht, damit wir das auch ja richtig auf der Kamera haben und auch wissen, wo die Artillerie steht und wo die Panzer stehen. Und wir haben halt gesagt, ey, so, das ist unglaublich ungewohnt. Ich glaube, das braucht man hier keinem erzählen. Versucht man nur auf der Olauer Straße bei einer Einsatzbesprechung dabei zu sein. Ich glaube, das funktioniert nicht so richtig. Und da geht es echt um richtig fiesen Krieg gerade und steht da halt ganz locker und erklärt uns, was sie da so machen. Wir haben dann natürlich prompt gefragt, ob wir da mal gucken gehen können. Da hieß es aber, nee, das geht dann echt zu weit, das ist ein bisschen unsicher da gerade. Das heißt, wir mussten da leider relativ weit oben bleiben. Es war trotzdem wahnsinnig interessant, mal auf einem solchen Detaillevel einfach mal zu sehen, wie die da so arbeiten. Dann bitte eins weiter. Das sind so ein paar von den Special Forces. Da sagt man uns so schön, die haben keine Knieschoner, weil sie so gerne Gartenarbeit machen. Es hat halt eher damit zu tun, dass sie halt häufiger mal aus dem Knien schießen müssen oder so. Die sehen auch von der Uniform, von der Ausrüstung her eigentlich komplett anders aus als die ganzen anderen Peschmerga. Also das Einzige, was sie gemein haben, dass sie halt alle eine Kalaschnikow haben, weil das immer noch so die Standardwaffe da ist. Die hatten dann zum Teil aber auch diese MGs mit so Kettenumhängen und Granatwerfer, Scharfschützen und so weiter bei. Die Taschen hier vorne, die man bei dem Herrn sieht, wo er so 4, 5 Taschen hat, das ist auch irgendwie ziemlich bezeichnend. Da hat er insgesamt 12 Magazine für die Kalaschnikow drin gehabt und das ist, was man da so am Mann trägt. Also so zum Vergleich, ich glaube, so ein Bundeswehrsoldat hat ein Magazin voll oder vielleicht hat er noch irgendwie ein weiteres und die haben halt 12 pro Person und den Nachschubkoffer hinten drin. Oder 3 sogar. Okay, 3, gut. Aber 12, glaube ich, habe ich bei der Bundeswehr noch nicht gesehen. Und vor allem halt nicht am Mann mit einer Kiste noch auf dem Jeep. Also also man sieht halt einfach so, das ist halt so die echte Sache. Das ist halt nicht irgendwie, wir laufen ein bisschen rum und tütteln hier hin und her, sondern das ist schon ganz schön hart. Leider am nächsten Morgen kam die Meldung bei uns an, 6 von den Leuten, die hat es erwischt in der Nacht, die sind von so einer Straßenbombe weggefegt worden. Und das war halt krass, weil wir eben genau danach am Abend noch gefragt hatten. Also wir sind da bei Einbruch der Dämmerung weggefahren und am Morgen waren halt 6 von denen nicht mehr da. Und das ist halt auch, wo einem so klar wird, okay, das ist halt nicht irgendwie hier Abenteuerurlaub oder irgendwie lustig Armee gucken oder so Monkey Show in einem Bundeswehr vor oder so, sondern hier ist halt echt gerade ein Krieg im Gang und zwar richtig böse. Dann einmal weiter. Mosul. Das war halt natürlich so der erste Anlaufpunkt, weil das kennt man aus den Medien. Mosul ist von der ISIS überrannt worden und komplett eingenommen worden. Das allein 3-mal in der Woche, in der wir da waren. Die Meldung kam halt immer wieder und wir haben gedacht, okay, entweder zieht die ISIS immer wieder ab und nimmt sie jeden Tag wieder ein oder die Meldung stimmt nur so bedingt. Oder irgendwas dazwischen oder irgendjemand meldet es und schreibt es vom anderen ab. Also sind wir mal hingefahren. Wie immer, erstmal geht's zum General. Den haben wir gefragt, sag mal, wie sieht's denn aus in Mosul? Also das Problem ist, man fährt da so durch die Wüste mit so einem Jeep und landet dann beim General und fragt dann Hallihallo, wie sieht's denn aus in Mosul? Und er sagt, seid drin. sagt, ups, das ist jetzt ein bisschen peinlich. Er sagt, okay, wie weit ist es denn noch bis zum Tigris? Also, weil das ist so der Fluss, wo die ISIS auf der anderen Seite steht. Sagt, ja, guck mal aus dem Fenster. Okay, also irgendwie, also es waren dann halt noch so 300 Meter. Da sagt, okay, und wir saßen da irgendwie ganz ruhig rum und sagt, hey, lass doch erstmal ein Süppchen reinbringen und einen Tee. So wild ist das hier nicht, lass erstmal was futtern. Dann, also da haben wir direkt gemerkt, okay, so wild wie in den Nachrichten kann es gerade nicht sein.
Warum die ISIS da reingestürmt ist nach Mosul, hat einen einfachen Grund. Also eine Stadt ist ja kein Selbstzweck, dass man eine Stadt einnimmt. Zumindest meistens nicht. Da war es so, dass Mosul eine sehr reiche Stadt ist mit vielen Banken und die haben da irgendwie, Schätzungen gehen auseinander, zwischen 500 und 900 Millionen rausgetragen. Zum Teil in Cash, zum Teil in Gold, zum Teil in Aktienpapieren. Aber alles Kram, den man mit einem moralisch flexiblen Banker in Geld umwandeln kann direkt, was man irgendwie benutzen kann. Jetzt wissen wir, dass die Moralanforderungen für Banker sehr hoch sind und sie wahrscheinlich große Probleme haben werden, jemanden zu finden, der ihnen für 10-15% den Kram umtauscht. Aber ich glaube, für 50 bis 90 Millionen findet man da schon jemanden, der das einfach mal durchschiebt. Und das ist halt ein Haufen Kohle. Und insgesamt wird das Vermögen der ISIS derzeit auf 2,4 Milliarden US-Dollar geschätzt. Und das ist einfach mal eine verdammte Hausnummer. Mit der kann man sich einen Haufen Equipment, Zollbeamte und sonst was kaufen. Und das zeigt halt auch wieder, wie geplant da jemand vorgegangen ist. Also die haben gezielt die Banken leergeräumt und sind wieder abgezogen und haben halt natürlich schon so ein bisschen die Stadt besetzt, vorne die Flaggen hingehangen und so, aber es ging halt ganz klar, einmal die Banken platt machen und zack, weiter. Die Peschmerga stehen halt bis zum Fluss, also der Fluss trennt das Ganze und man kann sagen, so grob ist es, ich glaube, 3/4 war halt sozusagen in ISIS-Hand und 1/4 in Peschmerga-Hand, das ist so ungefähr die Trennung. Wobei man da auch sagen muss, das war jetzt keine Front, wo sich beballert wurde oder so, sondern man konnte halt die Flaggen gegenüber sehen. Also irgendwer muss dann immer nach vorne robben und noch die Flagge reinstecken, dass klar ist, wem was gehört. Und dann steht das aber so. Und die haben gesagt, ab und zu schießt mal einer rüber, aber es sieht jetzt nicht nach einem großen Angriff aus, sondern wahrscheinlich irgend so ein Depp, der bei der ISIS so im Prinzip Abenteuerurlaub macht oder irgend so ein Jugendlicher, der dann halt auch mal ballern will und dann schießt man zurück, aber nicht, dass es richtige krasse Kampfhandlung gibt, sondern dass man einfach ein bisschen drauf achten muss, aber passiert nicht viel. Das, was vor allem wohl ganz interessant war, das war nicht so ein Überrollen der Stadt bis in die Peschmerga-Gebiete, also wie es im Krieg so üblich wäre, man versucht irgendwie Landgut zu machen, sondern die sind halt rein in die Banken, sind auch bis zu den Peschmerga-Checkpoints vor, haben auch geschossen und so. Die meinen, das war halt nicht so, wie wenn man es überrollen will, sondern so mal gucken, wie weit man kommt. So stehen da vielleicht nur 2-3 Manneken und man kann weiter. Und als dann irgendwie absehbar war, nee, da wird richtig böse zurückgeschossen und die haben Panzer und so, dann war es das auch. Also nicht so eine klassische Kriegssituation, sondern so mal so ein bisschen gucken, mal so ein bisschen reinpieken und gucken, geht's hier weiter? Nee, geht nicht. Okay, direkt lassen. Also was halt auch sehr dafür spricht, dass da eben irgendwie Leute ziemlich nachdenken hintendran und nicht, wie man es vielleicht von so nahe diesen eigentlich simplen Leuten von vielen dieser terroristischen Gruppen da gewohnt ist, dass sie einfach mal drauf losrennen und im Zweifel alle sterben oder so, das jüdische Suizidkommando machen oder so, sondern dass das wirklich so ein gezieltes Anpieken war, gibt es hier irgendwo Lücken oder müssen wir hier leider die Front akzeptieren. Als wir da waren, war es halt wirklich so, da war nicht die geringste Kampfhandlung. Wir konnten auch sogar direkt in Mosul, also da ziemlich dicht an der Gegend, wo dann halt das Niemandsland kommt und nach 500 Metern die ISIS, ohne Schutzhelme, Westen oder irgendwas rumrennen. Die haben gesagt, ah, lass das im Auto, das braucht er hier echt nicht. Wir können draußen sitzen und einen Tee trinken. Also es war auch sehr überraschend, weil das die Zeit war, wo irgendwie Nachrichten es noch hieß, dass es in Mosul heiß hergeht. Und das waren aber Aufnahmen von vor 2-3 Tagen. Und da war es wirklich, also total ruhig und einfach klar abgegrenzte Stellung. Es war auch sehr überraschend, also war so das Erste, weil dass es hinten im Land in Kurdistan friedlich ist, ist total klar. Aber dass es an der vermeintlichen Front so ruhig ist, ist ganz schön ungewohnt. Dann bitte eins weiter. Achso, nee, nochmal eins, oder kann ich eben noch erzählen, ganz vergessen. Es waren 30.000 irakische Soldaten in Mosul. Und 30.000 Soldaten können eigentlich verdammt viel anfangen oder schießen oder sonst was. Und was sie gemacht haben, 95% haben sich die Klamotten vom Leib gerissen und sind losgerannt. Und die haben wirklich bis hin zu Waffen, Fahrzeugen, schusssicheren Westen alles liegen lassen. Da gab es ganze Flächen, wo der ganze Kram einfach rumlag, so wie vorm Freibad, wenn sich die Leute ausziehen und wegrennen. Und das war schon sehr, sehr, sehr merkwürdig. Und die Leute, die da waren, haben gesagt, das hat 20 bis 30 Minuten gedauert und 30.000 Soldaten waren weg. Also, wo man sich auch denkt, irgendwas ist hier verdammt komisch an der Nummer. Die Frage ist nur, was? Ein paar Soldaten sind nicht weggerannt. Die haben die Diplomaten in Mosul eingesammelt, sind zu den Peschmerga rübergefahren und haben gesagt, pass auf, wir kommen rein und ihr kriegt die Autos und die Diplomaten. Viel Spaß. Und das war ein guter Deal. Die Fahrzeuge habe ich dann umlackiert gesehen mit kurdischen Flaggen auf Seiten der Peschmerga.
Da fand ein schneller Transfer statt. Aber wo man halt auch gesagt hat, also so richtig mit Elan sind die nicht dabei, ne? Also sind weggerannt, nur in verschiedene Richtungen. Dann Kirkuk. Kirkuk ist auch noch ein spannender Fall. Kirkuk, also erstmal was wichtig ist, es gibt die Stadt Kirkuk und die Region Kirkuk. Das geht in den Meldungen oft durcheinander. Wenn man hier gehört hat, irgendwie die ISIS in Kirkuk, war ich von ausgegangen, es geht um die Stadt. Als wir da waren, haben wir gesehen, nee, stimmt nicht. Da ist halt noch so der relativ weite Landkreis drumherum, da gab es irgendwo ISIS. Das ist dann aber auch schwierig, wenn man hier halt Nachrichten guckt. Und das halt, sagen wir, gut, für die meisten Leute ist es auch völlig egal, die interessiert es gar nicht. Aber wenn es einen gerade interessiert, und man weiß nicht, ist es jetzt der Landkreis oder die Stadt, dann macht das einen Unterschied von 50 Kilometern ungefähr, wo die stehen. Kirkuk ist so eine Stadt zwischen Irak und Kurdistan, die eigentlich laut Verfassung seit 2006 ein Referendum abhalten sollte, ob sie zu Kurdistan oder zum Irak gehören wollen. Ziemlich klar wäre, sie würden zu Kurdistan fallen. Deswegen hat Bagdad dieses Referendum nie machen lassen. Jetzt will man auch Kirkuk nicht als Selbstzweck haben, sondern unter Kirkuk sind die größten Erdölvorkommen der Region. Wunder, oh Wunder. So, jetzt war es schon so, dass vor ein, zwei Jahren es in Kirkuk schon hin und her ging und es da irgendwie ziemlich gewalttätige Ausschreitungen und so weiter gab und irgendwann der Gouverneur von Kirkuk dann gesagt hat, liebe irakische Truppen, die hier gerade zuständig seid, ihr seid da leider überhaupt zu nichts tauge, wir hätten gern Peschmerga hier zum Schutz. Und daraufhin haben dann hat die kurdische Regionalregierung Peschmerga entsandt, um Kirkuk sozusagen zu befrieden. Das hat auch geklappt. Wo aber schon mal klar war, dass die Irakis nicht mal zu Friedenszeiten geschafft haben, eine Stadt friedlich zu halten. Also was auch irgendwie, wo man denkt, ey, also mit einer Armee es nicht zu schaffen, zu Friedenszeiten eine Stadt von irgendwie ein paar terroristischen Deppen sauber zu halten, ist auch schon eine ganz schöne Kunst. Kirkuk war aber formal immer noch Irak, bis vor ungefähr 10 Tagen. Da hat sich die Landkarte ein kleines bisschen verschoben. Seitdem war es auf einmal kurdisch. Auch wieder, weil einfach die Leute weggerannt sind, die irakischen Truppen, und das dann aufgefüllt wurde. Wir waren dann in Kirkuk, haben da zum einen mit dem Gouverneur gesprochen. Das ist immer, man muss zum Gouverneur und zum General, je nachdem, was man will. Wenn man im Normalfall, wenn man irgendwas von der Armee will, wenn man da gucken will, muss man zum General, stellt sich vor. Meist wird man von irgendwem geschickt und sagt, hallo, lieber General, ich komme von unserem gemeinsamen Freund. Ah, grüße ihn, ich habe ihn lange nicht gesehen. Ja, ich soll dich auch grüßen. Und wie geht's dem? Dem geht's gut, dem geht's auch gut, wenn du den siehst. Ich schicke dich jetzt weiter an die Front zu dem und dem Offizier. Grüße ihn von mir. Ja, ich grüße ihn. Das ist so irgendwie das Übliche, wie jedes Gespräch da losgeht. Also das ist in der Region aber auch so halbwegs üblich. Und dann geht man eben dahin und holt sich die Erlaubnis, dass man eben weiter darf. Und grundsätzlich war es so, dass zu der Zeit es auch ein Verbot gab, Peschmerga zu fotografieren oder zu filmen, weil man Sorge um Spionage und so weiter hatte. Das hat schwieriger gemacht, weil wir dann für jedes der drei Bundesländer, durch die wir gingen, eine Erlaubnis vom Gouverneur, eine vom General brauchten, also Sondererlaubnisse, dass wir filmen durften, dass wir uns da aufhalten durften und so weiter und so fort. Das Lustige war, dass das dann unterm Strich meist ganz gut geklappt hat, wenn man da war und halbwegs versichern konnte, zum einen, wir haben gemeinsame Freunde, die sagen, ich bin lieb, zum anderen, ich bin ja nicht das erste Mal hier, ich bin ja nicht so ein Eventhopper-Journalist, sondern ich bin seit Jahren in der Region, und dann haben die meist gesagt, oh prima, schau es dir an. Das war auch ganz, ganz angenehm, wie einfach das dann im Prinzip ging, wenn man erstmal die Leute vor sich hatte. Was mich am Gouverneur von Kirkuk auch noch gewundert hat, wir haben dann noch ein kurzes Interview mit dem gemacht, also so nur ganz schnell ein paar Fragen, könnt ihr hier die ISIS irgendwie rauskloppen oder wie ist das? Und da sagt er, ja, weiß nicht, das ist eine militärische Frage, fragt mal den General, ich mache hier nur politische Fragen. Wo ich auch schon dachte, das ist interessant, dass die da so eine strikte Trennung haben. Und das haben wir auch umgekehrt von den ganzen Militärs gehört, dass die keine politischen Fragen, nicht mal die geringsten beantwortet haben. Das war ganz klar so Zweiteilung. Der Gouverneur von Kirkuk ist übrigens, hat eine doppelte Staatsbürgerschaft, der ist Amerikaner und Kurde. Das ist nicht so unglaublich ungewöhnlich. Spannender wurde es dann eben beim General, zu dem wir kamen, der auch einen deutschen Pass hatte und Deutsch sprach, und der General ist, der Kirkuk Flughafen befehligt. Das fand ich schon interessanter. Der Gouverneur aber von Kirkuk, also in einer echt stressigen Situation gerade, irgendwie hat uns dann 5 Minuten Interview gegeben, und ich habe dann gesagt, danke, danke, wir gehen auch, und meinte, ey, ihr habt den Tee noch gar nicht aufgetrunken, ganz locker, trinkt erstmal aus und erzählt mal, was er hier macht. Wo ich auch dachte, der hat aber die Ruhe weg, irgendwie, er heißt da so die Front zwischen ISIS und irgendwie den kurdischen Truppen derzeit, und nimmt sich da mal locker eine Viertelstunde Zeit, dass wir noch mit ihm Tee trinken. Also der war offensichtlich sehr entspannt.
Und er meinte auch, ja gut, das mit der ISIS, das schaffen wir schon, aber lass mal über Unabhängigkeit reden, jetzt mal zu den wichtigen Themen hier. Und das war so, und das war halt immer wieder so spannend, weil man gemerkt hat, so das, was hier in den Medien halt dominiert, also dieser ISIS-Konflikt, der dominiert da halt nicht. Also es ist so, ja, da haben wir Sorge vor, aber eigentlich wollen wir doch jetzt erstmal Unabhängigkeit machen. Und das andere Spannende ist auch, wir haben halt Leute auf der Straße gefragt, wir haben die Gouverneure und so weiter gefragt, halt immer so, ist die ISIS irgendwie ein Problem, habt ihr da Angst vor? Na, das Lustige war, wir haben gesagt, wir können da kaum Zusammenschnitt von machen, weil man immer denkt, wir hätten die Leute bezahlt oder sonst was. Die Antwort war eigentlich durchgehend sinngemäß, nö, kein Problem, wir haben ja die Peschmerga, was soll denn passieren? Dann sagt, ja gut, das ist so, ne? Die haben da gerade 500 Kilometer gut gemacht und die ganze irakische Armee rennt vor denen weg, jo, pff, sind sie vor uns auch schon. Sagt, ja, okay, ja, so. Und die sahen das Problem nicht so richtig. Also man sagt, ja, natürlich ist das schwierig und hin und her, aber ey, pf, wir haben die Peschmerga, passiert doch nichts. Also die haben da echt ein Gottvertrauen in die Leute, das ist unglaublich. Und wir haben wirklich nicht einmal was anderes gehört. Also auch nicht, das könnte und müsste man sehen, sondern man sagt, nee, was ist das Problem, wir hauen die weg. Und das fand ich schon sehr faszinierend, weil ich gedacht habe, so, dann stellt man sich hier mal einen Bundeswehrmenschen vor, der wahrscheinlich auf jeder durchschnittlichen Party rechtfertigen muss, dass er nicht Kinder erschießt auf der Arbeit oder irgendwas. Und dann geht man darüber und alle sagen, voll geil, die Jungs, die kloppen die ISIS weg, ist gar kein Problem. Also so die Wahrnehmung von der Armee in der Bevölkerung ist halt auch, also merkt man ja deutlich anders als in Deutschland. Aber es also war faszinierend, wie unglaublich krass die Leute wirklich dahinter stehen und wie überzeugt die alle waren. Umgekehrt, immer wenn wir auf Peschmerga trafen, die sind eigentlich immer gut gelaunt, was ich immer noch so unglaublich faszinierend finde. Ich habe, also ich kenne sonst nur bei der Armee, guckt man halt ernst, weil es ein ernstes Thema. Und immer wenn ich auf Peschmerga treffe, kommen die lächelnd an und sagen, hey, wie geht's dir? Was machst du hier? Und freuen sich irgendwie. Und das ist halt wahnsinnig merkwürdig. Auch als wir dann nach Kirkuk reinkamen, da hieß es, okay, Kirkuk ist jetzt nicht unglaublich gefährlich, aber man muss es auch nicht riskieren, dass irgendwas Schlimmes passiert. Also sind wir da, mussten direkt hinterm Checkpoint vom Landkreis Kirkuk warten, bis eine Peschmerga-Eskorte uns aufgenommen hat und wir dann so ein Kommando von Soldaten vor uns hatten, die sehr zügig mit uns durch Kirkuk gefahren sind, damit wir halt möglichst schnell zum Gouverneur kamen. Und da stieg dann auch ein Typ aus, also auch so mit dieser Weste mit den 12 Magazinen und der Kalaschnikow und stieg freudestrahlend aus und sagte, hey, willkommen in Kirkuk! Und man sagt, ja, hallo, ja, wir sollen euch hier ein bisschen schützen vor der ISIS, aber pff, was soll denn passieren? Los, komm, wir fahren mal ab. Und das war halt auch so, wo man dachte, irgendwie weiß ich nicht, so eine Eskorte von der Bundeswehr würde ich mir da auch sehr anders vorstellen. Also zum einen so vom Vorgehen her, zum anderen von der Redensart her und so. Und die waren halt total locker drauf und gut gelaunt. Also und wo ich auch dachte, ey, die sind wirklich direkt an der Front. Also wo, oder also in der letzten Stadt, bevor die Front kommt, wo wirklich was los ist. Selbst die hatten gute Laune. Und das ist halt einfach, also auffallend merkwürdig. Wir sind dann vom Gouverneur zum Flughafen von Kirkuk gefahren, da ist kein Flugbetrieb mehr, aber der ist unglaublich wichtig strategisch, weil da wahnsinnig viel Militärequipment lagert, weil der relativ gut zu sichern ist. Und da trafen wir eben auf General Yusuf, der Deutsch sprach, weil er in Köln gewohnt hat, 10 Jahre und dann auch meinte, ja, deutschen Pass hat er auch und das fand ich spannend, wenn man hier zum Teil liest, so irgendwie im Irak kämpfen deutsche Leute, dann sind da meist ISIS-Leute mit gemeint irgendwie, die hier irgendwie von Deutschland rüberkamen, aber dass auf der anderen Seite auch Leute mit einem deutschen Pass sitzen, war uns halt nicht so ganz klar. Und der hat halt einen irakischen und einen deutschen Pass. Und war auch ähnlich auskunftsfreudig wie die ganzen anderen Leute und hat uns da relativ genau erzählt, was sie gerade in Kirkuk Flughafen eigentlich so treiben und was sie da an Equipment gefunden haben. Und da standen reihenweise diese gepanzerten Armeefahrzeuge von den Amis draußen rum, die sie gerade von der irakischen Armee, die sie halt gerade fertig gemacht haben und irgendwie instand gesetzt oder zum Laufen gekriegt haben. Und so nach und nach schmissen sie da also Boston irgendwie an den Autos rum und haben die halt angelassen und geguckt, ob die noch fahren. Ein paar waren auch richtig übel zerschossen. Also da waren ein paar Autos bei, wo man gesehen hat, die haben echt wohl eine böse Fluchtfahrt hinter sich, wo genau die Scheibe vom Fahrer so mehrere echt tiefe Einschüsse hatten. Und das sind richtig, richtig dicke, schussige Scheiben. Also nicht so ein Pille-Palle-Kleinkram, sondern da muss echt ein Scharfschütze oder so ein paar Mal gut gezielt haben. Dann die Motorhaube weggerissen, da sah man noch irgendwie, dass da irgendwie eine Sprengladung oder so das weggerissen haben muss. Zum Teil die Reifen von den Felgen und so Stacheldraht irgendwie vorne rumgerissen, also der muss echt irgendwie zügig querfeldein über
irgendwie eine IED oder eine kleine Mine oder so gefahren sein. Also da hat man gesehen, da muss ganz schön was passiert sein in den letzten Tagen, was da an Kram rumstand. Und da war es eben auch so, da hatten wir also so ein Bild, wie man sich es echt von irgendwie einem Film oder so vorstellt. Da war halt so ein Humvee mit Türen offen. Also sie haben gesagt, sie haben es halt original so stehen lassen, dass man sich das echt mal vorstellen kann. Und dann lag so 5 Meter weiter eine irakische Armeejacke und dann so 10 Meter weiter ein Schuh und 20 Meter weiter noch ein Schuh und dazwischen so die Fußspuren. Und dann sah man so ein paar Spuren so auf einer Stelle und dann lag die Hose daneben und dann ging die Spur weiter. Und also wo man echt denkt, weiß nicht, wie in so einem Comicfilm oder so, wenn einer wegrennt und die Sachen von sich schmeißt, aber so aus einem gepanzerten Fahrzeug raus. Also wo man auch denkt, warum lässt man die Karre stehen und rennt weg? Und auch die schusssichere Weste abgeworfen und die Waffe und so. Und das ist halt verdammt merkwürdig, wieso man sowas tut. Und vor allem, warum man also seine Uniform wegwirft, wo es eigentlich wenig Grund zu gibt, wenn man noch in seinem eigenen Land ist. Und jemand, der an einem Checkpoint war, hat uns auch noch die Geschichte erzählt. Da kam so ein alter Opel Vectra angefahren, also so sah aus wie so typische Flüchtlingskarre, die da halt ankam. Und da saß eine pottenhässliche Frau drin, was sie irgendwie sich nicht so anmerken lassen wollten. Also meinte sie, Frau, sie sah aus wie bei Monty Python. Und das hat sich dann auch bewahrheitet, als sie genauer guckten, hatte die Frau einen Bart. Und also als sie ihren Schleier irgendwie nicht ordentlich festgemacht hat, haben sie gesagt, junge, bärtige Dame, kommen Sie doch mal raus. Und das war ein Oberst der irakischen Armee, der halt versucht hat, sich nach Kurdistan reinzuschmuggeln auf der Flucht vor ISIS. Und die haben einfach alles an Fahrzeugen, was sie gefunden haben, beschlagnahmt. Und damit sie nicht mehr als Armeeangehörige erkannt waren, sich irgendwie die Klamotten von den Leuten übergeschmissen. Und er hat leider das einzige Auto gestoppt, wo nur eine Frau drin war. Und deswegen nur ein Kleid und Schleier abgekriegt. Und sagten also, dass das auf so ein Niveau fällt, ist echt schon merkwürdig. Und sie haben dann wohl als Erstmaßnahme, nachdem sie gelacht hatten, erstmal alle Fotos mit ihm gemacht und die nach Facebook gepackt, um mal zu zeigen, was da so ihr Alltag zum Teil ist. Und dann eben gesagt, ja, also das ist halt, also das muss man sich mal vorstellen, also wie die da flüchten, während sie halt zur Armee gehören, die in der Lage wäre, sich noch echt brauchbar zu verteidigen. Also das ist, also es ist richtig merkwürdig und da bin ich gespannt, was hoffentlich in den nächsten Wochen, Monaten oder Jahren mal rauskommt, was da genau der Hintergrund war. Also wer hat da wie irgendwie dafür gesorgt, dass die einfach abgehauen sind in solchen Mengen? Das ist ganz, ganz, ganz merkwürdig. So, auch Kirkuk Flughafen war dann der erste Punkt, wo es hieß, so schusssichere Westen an, wenn er rausgeht, also die dicken Westen, die scharfschützensicher sind, einfach, weil es ab da so Stay-Behind-Scharfschützen gab, also die wohl irgendwo dann in der Gegend rumliegen und mal hier und mal dahin schießen, um so ein bisschen Terror zu verbreiten, die man aber einfach noch nicht alle gefunden hat, weil man einzelnen Scharfschützen in so einem Landkreis einfach mal verdammt schwer ausmachen kann. Dann kannst du schon mal weitermachen. Ja, das war mit dem Gouverneur, das war halt diese Teerunde und wo wir dann echt, wo man da ganz locker erstmal den Tee austrinken. Dann eins weiter. Das ist also einer von diesen Humvees noch im ganz guten Zustand und da lag halt die Uniform komplett rum, also als sei einer so rausgeschlüpft. Daneben halt noch so ein russisches Motorrad und so von diesen Fahrzeugen standen da so 100, würde ich mal sagen, rum. Und dazu noch diverses andere Zeug. Und die Uniform, die kurdischen und die irakischen, sehen für mich identisch aus. Ich kriege die echt nicht auseinandergehalten. Es gibt wohl Feinheiten, wo uns glaubhaft versichert wurde, das ist eine irakische. Dann eins weiter. Die Front südlich von Kirkuk. Das war auch interessant, weil dann hieß es so, wir fahren jetzt zur Front. Und so meinem Wissensstand nach verlief die halt in Kirkuk oder direkt bei Kirkuk. Erstmal wurde es dann interessanter, weil es hieß, nicht, dass irgendwas Schlimmes hier los ist, aber könnt ihr bitte im Auto die Helme aufsetzen? nur so aus Prinzip. Dann also Kevlar-Helme auf und könnt ihr vielleicht ein bisschen im Sitz runterrutschen und danke. Ist aber nicht wild, alles gar kein Problem. Und dann kam halt gerade eine Scharfschützenwarnung übers Telefon. Und dann, man merkt es dann auch am Tempo, also wenn man so innerorts 150 fährt, dann ist das offensichtlich, weil man irgendwie vor irgendwas weg will. Und in dem Fall kann man halt auf ein Auto, was innerorts sehr zügig fährt, einfach nicht gut zielen. Und außerorts wurden es dann halt zum Teil 200 auf den Landstraßen da, wo man sagen kann, das geht echt böse auf den Rücken, weil das ist so wie hier eine mittelmäßige Landstraße. Und zum anderen muss man auch sagen, Respekt an den Fahrer, also der dann mit 180, 200 zum Teil auf dem Schotterstreifen die Laster überholt hat, neben der Fahrbahn. Und das Ganze ohne, dass wir irgendwie verunglückt sind.
Und das Ganze dann in einer Kolonne von 3 oder 4 Fahrzeugen, das war schon ein beeindruckender Ritt durch Kurdistan so. Und es ging dann halt immer weiter nach Süden und dann kamen wir so an den Rand von Kirkuk, also von Kirkuk Stadt, dann so an den Rand von Kirkuk Land und dann kamen die irakischen Flaggen an den Checkpoints. Da standen aber keine Iraker mehr, da standen Peschmerga. Und dann waren wir irgendwie 25, 30 Kilometer südlich schon, also eigentlich ganz deutlich im Irak. Und da waren immer noch keine irakischen Soldaten, da waren immer noch Peschmerga und dann kam halt die Front. Und die Front ist halt, da lief so ein kleiner Fluss, für den ich aber keinen direkten Namen gefunden habe. Der war so 3-4 Meter breit, also nicht richtig groß, aber der war wohl so 1-2 Meter tief, also so, dass er zumindest eine gewisse Barriere gibt, wenn da jemand zu Fuß oder mit dem Auto durch muss, ist das zumindest was, was so ein bisschen stoppt, dass man gut drauf schießen kann. Und auf unserer Seite vom Fluss war dann so ein Erdwall aufgeschüttet, so ungefähr 2 bis 3 Meter hoch und dahinter waren Panzer so ein bisschen eingegraben. Also man macht dann immer so ein bisschen Löcher, dass der Panzer sich da so reinstellen kann und gerade mit der Kanone über den Erdwall zeigt. Und das war halt wirklich so die Front, also das war das Ende, wo es auf der anderen Seite die ISIS gab. Und also da waren wir, glaube ich, am dichtesten dran, weil man dann die Flaggen sehen konnte. Und wusste, okay, da vorne sind sie. Da hieß es dann auch, okay, ihr könnt gerne Fotos über den Wall machen, aber bitte nicht auf die andere Seite vom Wall stellen, weil das wäre ein bisschen sehr doof. Aber es war zu der Zeit auch da sicher genug, dass die uns also wirklich bis auf diesen Schutzwall oben gelassen haben, dass wir über den Schutzwall die ISIS-Flaggen fotografieren konnten und konnten zwischen den Panzern rumrennen und allem. Was da auch wieder spannend war, dass die ganzen Peschmerga, die da rumsaßen, im Prinzip also unter so Sonnenschutz und so da rumsaßen, Tee getrunken haben, was gegessen haben, als ziemlich chillig war noch und das, obwohl sie echt so die letzten Meter vor der ISIS waren. Und die haben dann auch gesagt, ja, setzt euch doch, wollt ihr was essen, wollt ihr einen Tee, sollen wir euch was erzählen? Und sagt, ja, wäre ganz nett so, was ist denn hier los? Die haben gesagt, ja, Tee ist alle, aber sagt, ja, sorry, die meinten so... So, die großen Probleme, es war gerade das Größte. Sie haben aber direkt jemanden losgeschickt, der Tee holt, der musste dann halt bis zum Auto gehen und neuen holen. Das war offensichtlich das größte Drama des Tages. Und sie haben gesagt, ja, natürlich hatten sie da so Feuergefechte und sowas, deswegen stehen ja die Panzer da, aber halt an dem Tag nicht, am Tag davor nicht. Und so relativ stabil das Ganze. Und da standen halt also so richtige Panzer und dann so Jeeps, die halt so Kanonenrohre drauf haben, so 3-4 Meter lange, wo man so einzelne Schüsse laden kann und ein paar fette MGs und ein paar Scharfschützen lagen darum. Also so alles, was man so braucht, um von klein bis groß Sachen wegzuballern. Was da ganz interessant war, der da zuständige General, also so, wenn ich von anderen Armeen General kenne, dann läuft er meist rum halt mit seiner hübschen Uniform und hat meist so irgendwie eine Pistole am Gürtel, so aus Prinzip. Aber mehr auch nicht. Und dann hat er halt so ein Pulk Leute um ihn rum, die ihm zuarbeiten oder so. Und da saß der General rum auf so einer Art Picknickdecke und hatte als einzige Waffe ein Scharfschützengewehr. Und das ist auch schon mal ein klares Statement irgendwie, wo der Hammer hängt. Und das Ding war auch hochglanzpoliert und so weiter. Also war so eine russische Dragunov, mit der kann man, wenn man es drauf hat, auch so 800 bis 1000 Meter schießen. Also das Ding kann was. Und ihn haben wir halt auch mal so vorsichtig gefragt irgendwie, warum? Der hat halt gesagt, naja, ist halt der General, also so, er muss doch vorne dabei sein und zeigen, wo es lang geht. Also es ist ja auch seine Aufgabe, da selber zu schießen. Und weil er kann ja nicht immer die anderen vorschicken. Das fand ich halt ziemlich krass, also zum einen, dass man da, also so, das sind die Momente, wo es halt so richtig bildlich wird, okay, der knallt mit dem Ding die ISIS-Leute da drüben ab. Also, das ist, also, das ist halt nicht irgendwie so eine theoretische Fernsehsache, sondern das passiert halt hier und der Typ hängt da direkt am Abzug. Und zum anderen eben auch dieses Verständnis, dass der General sagt, ich gehe nach vorne, weil das sind ja meine Jungs hier. Also so, das funktioniert halt einfach alles ein bisschen anders da mit dem Militär. Ansonsten, waren in Kirkuk auch die Amis lange stationiert und da waren einige Leute, die exzellent Englisch sprachen und die halt auch von den Amis ausgebildet worden waren und zum Teil in den USA drüben waren und Trainings bekommen haben. Das war extrem angenehm, weil wir sonst zwar viel mit Leuten auf Englisch gesprochen haben, aber oft so mittelmäßiges Englisch, also es reicht dann für den Informationsfluss, aber es reicht nicht, um Nuancen von Erzählungen oder so mitzubekommen. Und auch mit dem Sprachmittler war es dann immer blöd, der hat auf zum Beispiel Sorani, also so dem
Kurdisch, was da gesprochen wird, mit den Leuten gesprochen, hat es auf seine Nicht-Muttersprache Englisch übersetzt, damit ich es in meiner Nicht-Muttersprache Englisch kriege und dann wieder auf Deutsch übersetzen muss, um es richtig zu verstehen. Und das ist halt doof, wenn es über mehrere Sprachen geht. Und da konnte man dann eben mit Leuten in gutem Englisch mal sprechen, die halt auch seit Wochen da direkt an der Front sind. Das war auch einfach ganz interessant und die waren auch ziemlich entspannt. Und wir haben dann halt auch nach Verlusten bei denen in der Gegend gefragt. Und eigentlich bei dem, was da gerade abgeht, also vor allem weiter südlich in Fallujah und Tikrit und wahrscheinlich in Kürze in Bagdad, wo halt echt tausende Leute sterben, haben wir jetzt relativ hohe Zahlen erwartet. Und die haben gesagt, na, bei ihnen so in diesem ganzen Bereich, also da geht es so um, weiß nicht, 10 Kilometer Frontlinie oder so, 3 Verletzte, 1 Toter in der letzten Woche. Da haben wir gesagt, das ist, also da hat die Charité mehr Tote wahrscheinlich an einem Wochenende oder so und Verletzte. Das ist halt unglaublich krass, wie wenig eigentlich. Und die haben halt auch genau das Gleiche gesagt. Na, zum einen, also man beballert sich halt schon hin und her, klar, aber meist aus der Deckung raus mit dem Panzer, mit den MGs oben rüber. Aber man hat halt nicht so einen Mann-zu-Mann-Kampf. Das heißt, man hat eine relativ gute Chance, dass einen nichts erwischt. Und offensichtlich gehen die auch nicht aufeinander zu, weil die kurdischen Leute haben gesagt, wir rennen jetzt ja nicht rüber und attackieren die ISIS. Wir wollen ja nicht Landgut machen, wir wollen hier halten. Und die ISIS popelt halt wohl auch nur so ab und zu rum und guckt so, nee, geht nicht weiter. Und es gab auch in Kirkuk so einen nicht so offiziellen Nicht-Angriffspakt, der wurde mal, haben Leute gesagt, den gibt's und mal wurde er dementiert und hin und her, aber es scheint halt so, dass man sich da so auf einer unteren Ebene geeinigt hat. Man hat halt seine Front, aber man tut sich nichts richtig, sondern sind beide damit zufrieden, wenn man einfach da steht. So, dann einmal weiter. Ja genau, das ist halt so ein Panzer, also hier sieht man diesen Erdwall, der hat so 2-3 Meter, und hier hinten steht dann halt so ein Jeep mit so einem MG einfach drauf, das ist so ein bisschen durchmischt. Aber mit so einem Panzer haut man halt auch ein gepanzertes Fahrzeug ordentlich weg und man weiß einfach, wenn man auf der anderen Seite bei der ISIS steht, wenn der Panzer da steht, läuft man halt gar nicht erst los, weil das ist eine scheiß Idee. Und von den Panzern haben sie gar nicht so viele, das sind so 200 Stück ungefähr, was aber gemessen an der ganzen Front nicht so richtig dicke ist. Aber wenn man davon halt alle paar Meter irgendwie mal einen hinstellt, dann ist zumindest klar, hier ist nicht viel zu holen. Und auf den Jeeps, die Kanonen, die sind nicht ganz so fett wie so eine Panzerkanone, aber so 2/3 davon, dann hat man da zwar keinen Panzer stehen, aber man weiß trotzdem, das Ding kann was wegballern. Dann einmal weiter, bitte. So, dann Halabja-iranische Grenze. Das war unterm Strich relativ unspannend. Also es gab zwei Gründe. Zum einen wollte ich immer mal nach Halabja, weil das halt der Ort war, den Saddam bombardiert hat und der eben so eine große Bedeutung für das ganze Land hat. Deswegen hatte ich immer mal vor, wenn ich mal Zeit habe, will ich da hingehen und das Halabja Monument sehen, wo eben den Toten gedacht wird und mir diese ganze Sache einfach mal selber angucken. Zum anderen ist das so ein, also ein, eigentlich ein Islamistengebiet oder so ein Terroristen-Islamisten-Dschihadistengebiet oder sowas, wobei da auch die Sachen auseinandergehen. Ich kenne Leute, die haben mir erzählt, das ist ganz schlimm, du kannst da keinen Fuß reinsetzen, da stirbst du sofort, und andere Leute haben gesagt, das ist totaler Bullshit. Und so ist alte Problem, man muss halt mal hinfahren. Was ich grob sagen kann, man kann sich da total gefahrlos bewegen. Das heißt nicht, dass es da diese Leute nicht gibt oder so, aber zumindest ist es eine friedliche, einfache Gegend. Es gab dann auch die Gerüchte, dass da iranische Armee stationiert sei oder schon durch Halabja durch sei und hin und her. Also so diese typischen Facebook-Twitter-Gerüchte-Sachen von Leuten, die mal einen Glückstreffer landen und mal nicht. Aber wie immer, wenn man nicht hingefahren wäre, hätte man sich immer gefragt, ob so ist. Unterm Strich kann man sagen, es gibt da das Halabja Monument, das kann man sich schön angucken, und sonst war da eigentlich gar nichts, was irgendwie wild war, nicht im geringsten, und das obwohl halt, also Halabja ist direkt an der iranischen Grenze, also man steht da und sieht so ein paar Meter weiter die Berge, die Iran sind. Das heißt, das war sozusagen aber der letzte Punkt, um wirklich von türkischer bis iranischer Grenze die Front mal abgeklappert zu haben und wirklich sagen zu können, okay, wir haben einmal die ganze Front durch, wir haben immer noch keine Feuergefechte gesehen. Dann einmal weiter. Eins meiner Lieblingsbilder, das ist der Friedhof von Halabja, wo halt steht, Ba'ath Party Members not allowed to enter. Ich vermute, wenn man, also Ba'ath Party ist halt die Partei von Saddam gewesen, wenn man das doch versucht, glaube ich, da kann man direkt auf den nächsten Friedhof, also da sollte man es echt gar nicht erst versuchen. Der Friedhof ist halt voll mit tausenden Gräbern, mit den Leuten, die damals in den Angriffen gestorben sind. Da gibt es so eine Art Massengräber, wo zum Teil 400-500 Leute drin sind. Dann gibt es die einzelnen Grabsteine.
Was ich relativ krass fand, dass die großen Monumente, die da stehen und diese Massengräber dekoriert sind mit Giftgasbomben, die damals nicht ordentlich detoniert sind. Also die sind leergeräumt worden und sind jetzt Teil der Grabstätten. Und das ist auch ziemlich beeindruckend, diesen Kram da einfach mal live rumstehen zu sehen. Was eigentlich ganz schön war, dass der Friedhof gar nicht so ruhig war wie hier, sondern die Dorfjugend spielt da Fußball und Kinder haben da Murmeln gespielt und so weiter. Also es wird so ins Leben halt mit einbezogen. War sehr eindrücklich, also einfach mal zu sehen, diese ganzen Kreuze und wie viel, oder also nicht Kreuze, so Grabsteine sind es. Aber es ist halt ähnlich, wie man es auf diesen Soldatenfriedhöfen kennt, mit diesen Reihen von Kreuzen in alle Richtungen, sind da einfach Reihen von Grabsteinen von den ganzen Leuten, die damals gestorben sind. Es sind halt echt Tausende. Dann einmal weiter. So, dann noch das Thema, was uns immer wieder so begegnet ist, was aber thematisch halt eigentlich ein eigenes ist, die Flüchtlinge bzw. die IDPs. Das sind, also Flüchtlinge sind eben Leute, die aus einem anderen Land kommen. IDPs sind Internally Displaced People, also Leute, die aus dem eigenen Land kommen. Und die Flüchtlinge kommen da eigentlich alle aus Syrien und die IDPs sind eben Leute, die aus dem Irak rüberkommen. Wie viele Flüchtlinge es da genau gibt, ist immer ein bisschen schwierig. Es gibt halt die UNHCR-Zahlen, das sind die offiziell registrierten Flüchtlinge. Es gibt aber ganz viele, die nicht in diesen Flüchtlingscamps landen, sondern die einfach ins Land reinkommen, zu Verwandten gehen, sich selber durchschlagen oder was auch immer. Deswegen ist das ein bisschen tricky. Zurzeit leben in Kurdistan etwa 4,5–5 Millionen Leute, die da sozusagen einheimisch sind. Und die haben halt ungefähr 500.000 syrische Flüchtlinge derzeit aufgenommen. Das heißt, so das Pendant wäre, wenn wir hier mal 8 Millionen Leute aufnehmen würden. Und wir wissen, Deutschland kann sich das leider nicht leisten. Wir sind mit 5.000 Kontingentflüchtlingen überfordert oder hier in Berlin mit 5 Familien in einem Wohnhaus. Deswegen müssen die Leute nach Kurdistan, die haben es offensichtlich besser drauf und können mal eben 500.000 Leute aufnehmen und es kommen am Tag ungefähr 1.000 dazu. Die Leute haben dort übrigens natürlich direkt Bleiberecht und Arbeitsrecht. Also das ist aber nicht in dem Sinne, dass sie eine Erlaubnis dafür bekommen, sondern das hat man. Da geht man halt rein und kann das machen. Bringt so mittel viel, weil viele Leute natürlich trotzdem keinen Job finden. Also sie hätten die Möglichkeit. Oder es gibt welche, die dann als Tagelöhner was dazu verdienen oder so in der Art. Prinzip ist es so, solange man in so einem Camp ist, wird man halt mit Essen, Kleidung und so weiter versorgt. Ich war vor über einem Jahr in dem größten syrischen Flüchtlingscamp in Domitz. Was ich da so krass fand, damals waren 80.000 oder 90.000 Leute da schon, also schon eine ordentliche Stadtgröße. Und die Leute haben alle saubere Klamotten gehabt, niemand hat irgendwie verkrustete komische Verletzungen oder Eiterbeulen oder so gehabt, sondern medizinische Versorgung lief, Versorgung mit Klamotten lief, genug zu essen war da und alleine das ist halt bei der Menge Leute schon eine Wahnsinnsleistung und eben nicht, dass man so minimal ein bisschen Futter reinschmeißt und guckt, ob sie überleben, sondern dass die Leute wirklich gesagt haben, sie sind halt brauchbar versorgt, also kein Luxusleben, aber sie sind satt, sie haben saubere Kleidung und sie sind medizinisch versorgt und damit geht es ihnen halt besser als irgendwie im Großteil der Welt schon mal und das als Flüchtlinge in einer Region, die selber noch irgendwie nicht richtig stabil ist. Die IDPs aus dem Irak kann man zum einen schwieriger zählen, weil die nicht unbedingt registriert werden bei der UNHCR, weil sie ja formal sich noch im eigenen Land befinden und weil sie oft zu Verwandten, Bekannten irgendwas rübergehen. Es sind irgendwie Hunderttausende, also es werden erwartet 600.000 bis 700.000 noch in diesem Jahr und derzeit wird es auf 100.000 bis 200.000 geschätzt. Die Zahlen sind aber äußerst wirr. Wir waren in einem Camp, wo 1.600 Leute gerade waren. Der Campleiter war, ich glaube, 25, 26 waren Franzose, wo ich auch dachte, krasse Sache, der macht das seit 3 Jahren, hat er erzählt, auf der ganzen Welt Flüchtlingscamps organisieren. Das heißt, mit 22 hat er angefangen, irgendwie Flüchtlingscamps für tausende Leute irgendwie so zu organisieren. Und das ist echt ein Höllejob. Also die kriegen da von der UNHCR die Zelte angeliefert. Aber man kann sagen, ich brauche hier 1.000, 2.000 Zelte. Das klappt dann auch. Dann kommen irgendwelche Leute, die einem Strom anschließen und Wasser. Und also so die Grundversorgung klappt. Aber man muss das irgendwie bestellen. Man muss es zusammenhalten. Man muss sein Camp friedlich halten und so weiter. Und wir haben gesagt, okay, wie viele Leute sind hier? Und dann sagt, naja, schwer zu sagen, ungefähr 1.600. Aber wir haben ja erst vorgestern aufgemacht. Und also dachten, okay, und der ist vor 3 Tagen gelandet, vorgestern haben sie direkt aufgemacht, die haben die ersten Zelte aufgebaut und da war nichts vor 3 Tagen, das war Feld. Und dann wohnen da 1.600 Leute und da fuhren gerade Planierraupen und so rum und die meinen, ja, sie machen gerade Platz für 5.000, weil bis Ende der Woche haben sie wahrscheinlich 6.000, 7.000 Leute da. Und dann steht da halt irgendwie so ein Typ, der ein paar Jahre jünger ist als ich und sagt, ja, und so, pff, also irgendwie 20.000 muss ich hier aufbauen und wir haben noch einen Monat Zeit.
Und das ist halt unglaublich krass. Und halt, also das richtig krass ist, es funktioniert. Also das war, ist halt kaum zu glauben. Und die Leute auch, als wir da waren, die hatten halt zumindest ein Zelt und Wasser und Essen. Also die Verteilart war noch ein bisschen komisch. Da lagen so wie so Zeltplan auf dem Boden. Da lagen Berge voll Brot zum Beispiel. Das war halt, war kein gammeliges Brot, war irgendwie altes gesammeltes Brot. Also sie haben gesagt, ey, das ist Brot, du kannst Brot essen. Da liegt ein bisschen Gemüse rum und du hast Wasser. Also du bist nicht toll versorgt, aber dafür, dass jetzt 2,5 Tage Zeit waren, irgendwie man kann essen, man kann trinken, man kann schlafen. Also die Grundversorgung ist da und der Medizincontainer wird gerade angeliefert und es ist halt sicher. Und das ist halt schon unglaublich krass, überhaupt in der Zeit sowas zu machen, nicht zu sagen, Leute, kommt rein, habt da Pech, pennt unter der Brücke. Also dass es überhaupt organisiert, das ist der Wahnsinn. Dann haben sich die Leute halt bei uns beschwert, dass sie keine Klimaanlage haben, was erstmal ein bisschen lustig klingt, aber zum einen muss man bedenken, da kommen halt Leute, die richtig aus gutem Hause kommen. Also der eine hat mir erzählt, er ist noch nie im Leben irgendwie Business Class geflogen oder Holzklasse und jetzt muss er im Zelt wohnen. Also das ist ein Kulturclash. Da kann ich mir schon vorstellen, dass einen das ganz schön trifft, wenn man aus einer echt reichen Familie kommt und auf einmal von einem auf den anderen Tag Flüchtling in einem Zelt ist. Und zum anderen muss man bedenken, wir hatten 45 Grad draußen und keinen Schatten. In den Zelten war es, kein Spaß, 60, 65 Grad. Und da versteht man auch, dass die Leute über eine fehlende Klimaanlage heulen, weil das ist echt essentiell. Also, dass man da nicht einfach umfällt, weil man kann sagen, hey, geil, ich gehe raus in die kühle Sonne, 45 Grad. Das ist, also ich war so unglaublich fertig. Also ich bin das ganze Zeug ja nicht gewohnt. Ich habe den ganzen Tag Elektrolyte und Magnesiumtabletten gefressen und 4-5 Liter am Tag getrunken. Und ich war so fertig wie nie. Und es ist, also gut, wenn man da wohnt, ist man es wahrscheinlich mehr gewohnt. Aber die Situation ist trotzdem unglaublich krass. Halt auch zu Flüchtlingen. Also ich meine, irgendwie mir scheint das Bild des Durchschnittsdeutschen von einem Flüchtling ist, das sind arme, dumme Hanseln, die irgendwie nichts auf die Kette kriegen. Deswegen wird man ja Flüchtling, weil man dann in ein reiches Land kommt und durchgefüttert wird. Und da kamen halt gerade Leute an, die sahen extrem gut gekleidet aus, also in ordentlichen Anzügen, ordentlichen Kleidern und kamen mit so einem halbwegs aktuellen 5er BMW an, mit irakischem Kennzeichen. Die habe ich dann halt auch erstmal gefragt, was macht ihr denn hier? Weil alle Leute, die nicht klassischerweise aussehen wie Flüchtlinge, sind meist spannende Kontakte und die sagen, ja, wir sind Flüchtlinge. Sagt, okay, irgendwie 100.000 Euro Auto, 2.000 Euro Anzug an, ja, bringt einem nichts, wenn gerade hinter einem die ISIS einem das Dorf weggebombt hat. Dann hat man halt Glück, dass man noch Sprit im Tank hatte und rüberkam. Und das war halt alles, was sie noch besessen haben. Und das ist halt eben auch krass, dass man da sieht, ja, es trifft halt alle. Ne? Also es ist ja, es sind halt einfach ganz normale Menschen, die ihr gesamtes Leben verloren haben auf einen Schlag und die, wenn sie wiederkommen, wahrscheinlich nichts mehr vorfinden. Was da auch schlimm war in den Gesprächen zum Teil, wir haben halt die Leute gefragt, wie ist das mit der ISIS, habt ihr Angst vor, dass die hier rüberkommen und so? Und da meinte der eine, ey, ganz im Ernst, vor der ISIS habe ich gar keine Angst. Mein Problem ist die irakische Armee gewesen, weil die gesagt haben, bei ihnen war es so, die ISIS ist da zwar durchgezogen wie so ein wütender Mob, aber die haben nicht, zumindest bei ihnen, nicht gezielt Leute angegriffen, sondern wer ihnen nichts getan hat und wer aus dem Weg gegangen ist, der war kein Problem. Und dann kamen die Russen und haben mit Raketen das Dorf beschossen, weil da ISIS-Leute drin waren und so, scheiß drauf, wen wir noch erwischen, Hauptsache wir bomben die ISIS weg. Und die sind geflohen, weil die Iraker mit russischen Raketen, mit Katyushas. Ja, nicht die Russen. Die irakische Armee hat mit Katyushas geschossen und die haben halt gesagt, sie sind vor der irakischen Armee geflohen, nicht vor der ISIS. Also aus dem eigenen Land, vor der eigenen Armee, abgehauen. Und das ist halt auch echt hart, wenn die ISIS das kleinere Übel sind schon. Also das ist eine ganz, ganz, ganz übel schlechte Situation. So insgesamt, also wir haben uns dann auch noch syrische Camps angeguckt, wobei die Situation von denen stabiler ist. Also es wird zurzeit getrennt sozusagen die Leute behandelt, irakische und syrische Camps. Weil das auch ein unterschiedlicher rechtlicher Status ist. Und in den syrischen Camps waren zum Teil Leute seit 8-9 Jahren, das war eins relativ dicht an Erbil. Da gab es schon richtig wie so eine Einkaufsstraße mit so kleinen Läden und mit einer Dönerbude und wo man so alles, was man so fürs Campleben braucht, eben kaufen konnte. Die hatten auch einen Spielplatz, eine Schule, also so alles so ein Dauerprovisorium halt. Und das ist halt, es ist halt traurig, wie dann da zum Teil irgendwie zehntausende Leute in so einem Camp seit Jahren leben und halt also ganz froh sind, weil sie haben halt Essen, sie haben Sicherheit, das ist also besser als woanders, also es ist halt auch keine Lösung, also so, das, da sind halt inzwischen, also bald
Ende des Jahres haben wir da wahrscheinlich 1 Million oder über 1 Million Flüchtlinge und IDPs in dem Land, die selber nur 4 bis 5 Millionen Einwohner haben. Und die müssen sich darum kümmern, weil sich halt sonst keiner auf der Welt drum kümmert. Ich habe auch im letzten Jahr mit dem zuständigen Minister gesprochen und halt gesagt, okay, ihr nehmt halt also damals 100.000 syrische Flüchtlinge auf, die anderen machen es nicht, also warum macht ihr das oder wie, also was, ne, was ist hier anders? Und die haben halt einfach gesagt, na, irgendwo müssen sie ja hin. Sagt man, ja, logisch. Aber man könnte ja auch die Grenze zumachen, sagen, Pech gehabt und sagt, ja, geht ja nicht, weil irgendwie sind ja Flüchtlinge, also man muss sich ja um Flüchtlinge muss man sich halt kümmern. Und wenn die sonst keiner nimmt, dann müssen wir uns halt drum kümmern. Dann sagt, sie sind ja selber Flüchtlinge. Was ich oft gehört habe, dass sie gesagt haben, hey, du bist aus Deutschland, toll. Deutschland hat uns so geholfen in den 90ern und so viele Flüchtlinge aufgenommen. Also auch wenn es meiner Meinung nach verhältnismäßig gar nicht so viele waren. Aber man merkt, es hat einen sehr hohen Stand noch, dass sie sagen, also wirklich so viele Leute, die sie kennen, waren in Deutschland, sind dort ordentlich aufgenommen worden, konnten da ja auch oft arbeiten und so weiter. Und gehen jetzt nach und nach zurück. Das klappt ja, also so, das ist ja so, wie man sich wahrscheinlich theoretisch Flüchtlingspolitik vorstellt. Man nimmt sie auf, man versorgt sie und wenn es gut ist, gehen sie zurück. Und die haben halt gesagt, ihr habt das doch auch mit uns gemacht. Na gut, wir haben wahrscheinlich wieder ein paar Tausend aufgenommen, aber halt nicht ein paar Hunderttausend und die voll versorgt. Also das ist echt, die Leistung ist echt krass. So, dann einmal weiter. Ah, das ist auch, wie geht man mit Flüchtlingen um? Das also ist aus dem letzten Jahr das Foto. Da steht nicht hier Domets Flüchtlingscamp. Da steht halt Domets Camp für syrische Ankömmlinge. Also und wo ich auch denke, oder für Neuankömmlinge aus Syrien. Denke, das ist halt eben auch der Unterschied. Also hier würde wahrscheinlich dran stehen Asylantencamp für irgendwie Leute, die wir aufnehmen müssen, weil es das Kontingent uns vorschreibt. So in der Art, sorry, liebe Anwohner, nicht füttern. Während man da halt sagt, kämpfe syrische Neuankömmlinge. Und das finde ich... Achso, stimmt. Na, das ist auch wieder der Punkt, da gibt's nichts. Und das finde ich da halt also so krass, also wo man einfach schon von Anfang an merkt, das ist hier, also das funktioniert im Kopf ganz anders. Also das ist, wird ganz anders irgendwie mit umgegangen. Und das ist sehr angenehm. Eins weiter nochmal. Das ist dann, also so sieht es halt in der Gegend aus, das ist halt eins von den Camps. Was man da halt einfach sieht, die Kinder haben halt, also der hier hat so ein Messi-Trikot an, die haben halt alle ordentliche Kleidung, also zum Teil sieht man auch, ist es durcheinander, oder zum Teil haben die von irgendwelchen deutschen Möbelspeditionen Pullis oder so gehabt, die wahrscheinlich mal in der Altkleidersammlung oder so gelandet sind. Aber halt alle Leute irgendwie ordentliche Kleidung, also und was schon mal ganz gut ist, in dem Fall ist es so, also es ist halt unglaublich langweilig in so einem Camp, kann man sich vorstellen, da passiert halt nicht viel. Und der Herr in der Mitte gehört zu MEC, das ist so ein kommerzieller Kampfmittelräumdienst, die einen Auftrag für die Region haben. Und die gerade Flyer verteilt haben, so Achtung, wenn ihr hier Minen, Munition und so weiter findet, nicht anfassen, ruft uns an, wir entsorgen das ordentlich. Was richtig schwierig ist, weil wenn man halt echt arm ist und man findet eine Mine, dann weiß man, da gibt's immer Leute, die für eine Mine, die noch nicht explodiert ist, Kohle zahlen, weil Sprengstoff kann man brauchen. Dann ist man halt anstelle von Mac in so einem schwierigen Konflikt. Eigentlich könnte man dann zum Beispiel sagen, pass auf, wir zahlen euch $5 pro Mine oder irgendwas, dann würden die schon melden. Das Problem ist, dann fangen die Leute an, gezielt nach Minen zu suchen, was auch wieder nicht besser ist. Also es ist halt so ein Hin und Her, es ist eine scheiß Situation und die haben da halt versucht aufzuklären, also mit mehrsprachigen Flyern und Piktogrammen und mit den Leuten sprechen zu sagen, Leute, fasst den Kram auf gar keinen Fall an, niemals. Wir kommen, wir räumen das, aber lasst die Finger von. Und das ist auch irgendwie ein recht übler Job. Die waren alle sehr interessant, also wirklich sehr, sehr nette, vernünftige Menschen, hatte ich so den Eindruck, die also echt einen üblen Job da leider haben. Leider haben wir mit denen auch kein Interview gekriegt, weil das bei denen nur über die Pressestelle läuft und so weiter. Das ist ein bisschen komplizierter, aber man konnte halt mit denen sprechen. Und das war so, kann man sagen, sowas wie ein Promo-Team, die halt da gerade von Camp zu Camp gefahren sind, um eben aufzuklären, wir räumen das sicher weg, aber lasst ihr ja die Finger von und besonders die Kinder. Und ansonsten, was man da im Hintergrund sieht, da kam gerade so ein Kühllaster an, der irgendwelche Werbung von irgendeinem Hersteller drauf hatte und tatsächlich war auch von diesem Hersteller Unmengen Wasser drin. Die haben da einfach mal rüber gespendet und haben gesagt, oh, ihr habt ein neues Camp, wir schicken euch erstmal ein Laster mit Wasser-Erstversorgung, was ich halt auch echt geil finde.
weil ich mich frage, wann hier an den Flüchtlingsunterkünften das letzte Mal ein Rewe vorbeigekommen ist und irgendwie ein paar Kisten Lebensmittel oder so ausgeladen hat. Und da ist es halt so, dass einfach man merkt, dass so eine breite Unterstützung in der Bevölkerung und bei den Leuten, die sich's leisten können, da ist, die einfach was spenden. Auch so Importeure, die ich kenne, die zum Beispiel Säfte aus Deutschland, Europa oder so dahin importieren oder Biere oder so, die zum Teil an die großen Flüchtlingscamps spenden, da gibt es eine zentrale Spendenanlaufstelle und dann wird das weiterverteilt und die dann zum Teil palettenweise irgendwelche Getränke gespendet haben. Einfach weil sie sagen, davon sterbe ich doch nicht, wenn ich jetzt zwei Paletten Getränke rüberschmeiße. Die Leute brauchen sicherlich auch nicht irgendwie gute Fruchtsäfte aus Österreich oder Deutschland gerade am nötigsten, aber es freut sie bestimmt mal einen ordentlichen Saft zu trinken, einfach zwischendurch statt nur das Wasser aus der Leitung. Einfach, dass man mal ein bisschen was anderes hat. Und das fand ich halt auch ganz angenehm. Also zum anderen denke ich, ist es politisch natürlich dort auch immer gut, wenn man gesagt hat, hey, ich habe übrigens ans Camp gespendet, das ist auch ganz klar so. Ich glaube, die Spendenbereitschaft schien mir ist da einfach exorbitant höher, als man es von hier gewohnt ist. Und vor allem, wenn man da mal eben so ein Laster rankart in ein Camp, wo noch gar keine Journalisten sind, die es filmen können. Dann, glaube ich, sind wir durch. Mach mal weiter. Genau, also, zusammengefasst, die Lage ist dort total stabil. Wir haben halt nicht ein Feuergefecht in der ganzen Zeit erlebt. Wir sind die ganze Front abgefahren. Und alle Leute, die wir getroffen haben, waren relativ zuversichtlich, dass Kurdistan als Nutznießer aus der ganzen Nummer rausgeht. Sich der Irak aber leider hoffnungslos zerlegen wird. Also das ist halt echt der traurige Teil. Die Peschmerga sind halt echt harte, lustige Leute. Aber so denen traue ich auch zu, dass sie die ISIS wegkloppen, weil die, also die haben nicht den geringsten Zweifel dran gelassen, wenn man mit ihnen gesprochen hat. Aber die Unabhängigkeit ist halt gerade das zentrale Thema. Und eben, wie gerade ja ausführlich erklärt, die Flüchtlinge sind trotz dieser Unmenge überraschend gut versorgt. Also gerade bei den neuen Camps wirklich Grundversorgung, Wasser, Essen, bisschen Strom, aber zumindest sind sie versorgt. So, Fragen, Antworten, sonstiges, keine Ahnung was. Ich glaube, bin ich? Ja. Ich glaube, ich fange mal an mit Danke, Enno. Gerne, kein Thema. Das war jetzt, glaube ich, eine ganze Menge Information, ziemlich komprimiert. Mhm. Du hast offensichtlich auch ein Talent für. ich habe selber erstmal direkt noch so Dinge. Wir haben ja zwischen, also deine Beschreibung der Lage, direkt Kurdistan, beziehungsweise kurdische ISIS, also Peschmerga ISIS-Front. Ja. Scheint ja das eine zu sein, was man so in der, was so die Berichterstattung hier rüber geschafft hat, waren ja, glaube ich, auch eher so Berichte aus Zentral- bis Südirak, weil ja ISIS auch vor ein paar Wochen ja so relativ nah an Bagdad war, woran sich, glaube ich, auch nicht viel geändert hat. Genau, die ziehen an Ringen, ja. Da hat man es ja offensichtlich mit zwei unterschiedlichen Taktiken von ISIS zu tun, nach Norden halt irgendwie austesten und gucken, wie weit man kann. Und im Süden irgendwie erstmal Tabula Rasa machen. Genau, und Nachschubrouten sichern. Also die haben ja jetzt ihre Kohle und die sichern gerade aus Syrien und aus Jordanien Nachschubrouten. Deswegen haben sie da die Grenzübergänge übernommen. Man sieht, dass die genau zwei Korridore, einen aus Syrien und einen aus Jordanien haben, die genau auf Bagdad zulaufen. Also man denkt, okay, was genau habt ihr hier vor? Und ich denke, mit 2 Milliarden auf dem Konto findet man jemanden, der einem also offensichtlich in diese Gebiete die Waffen anlandet, dass man sich jetzt sammelt. Man merkt auch, die irakische Armee hat offensichtlich alles aufgegeben, außer Bagdad. Also die ziehen gerade einen Ring um Bagdad. Von der anderen Seite steht halt die ISIS so ungefähr bei ISIS und Fallujah ungefähr, also so relativ dicht vor Bagdad. Und da scheint sich jetzt echt zu konzentrieren. Also mir scheint auch so ein Kurdistan, weil so ein bisschen so pieken, können wir da durch, so können wir das noch mitnehmen? Nö, aber man sieht halt, dass das richtig konzentriert eben inklusive Nachschubrouten auf Bagdad geht. Und das ist halt, das wird spannend, was die da jetzt noch ranschaffen an Equipment. Aber gibt wahrscheinlich erstmal auch keine großartigen Ambitionen der kurdischen Regierung in Bagdad irgendwie jetzt hier die Kavallerie zu spielen. Nö, ich glaube, also denk zum einen, hat man gar keinen Bock, sich mit der ISIS anzulegen, wenn es nicht sein muss. Also was ich auch ganz gut verstehen kann, wenn es einen anderen trifft, ist einfach immer einfacher, als wenn es einen selber trifft. Zum anderen hat Bagdad halt auch nicht so richtig viel getan, warum sie ihnen gerade helfen wollen würden. Das ist halt auch so ein Punkt. Oder also so Regierung Bagdad, Bevölkerung ist halt
ja, wie immer scheiße, aber um die kümmert sich halt niemand. Da geht es eben um militärische, politische Zwecke. Aber ich denke nicht, dass die das machen wollen. Und zum anderen, sagen wir mal, die ISIS nimmt Bagdad, also was ich für sehr unwahrscheinlich halte, weil ich glaube, die Amis würden dann alles tun, dass das nicht passiert, aber man weiß es halt nicht. Dann würden sie wahrscheinlich, sagen wir mal, die ISIS übernimmt den ganzen Irak, dann würden sie ziemlich sicher auf Kurdistan gehen, weil warum nicht, da sind die Ölfelder. Und dann wäre natürlich die Sache, dann will man seine Kräfte geschont haben vorher und nicht jemand anderem geholfen haben und sein Land verlieren. Also da gehe ich von aus. Und zum Thema, sagen wir mal, Bildung der ISIS beziehungsweise Struktur der ISIS, du hast das ja so beschrieben, dass da im Grunde genommen einiges an ehemaligen militärischen Personal aus Saddam-Zeiten da wäre. Zu Saddam-Zeiten ist ja die Regierung auch eher sunnitisch kontrolliert gewesen. Richtig. Die dann wiederum auf, sagen wir mal, so sunnitische Freischärler treffen und mit denen gemeinsam von US-Unternehmen, also wie gesagt, teilweise, vermutlich ja. Blackwater und ähnliches, trainiert werden. Genau. Lässt ein bisschen den Schluss nahe. Es gibt im Grunde genommen nur eine schiitische Großmacht in dem Bereich und das ist Iran. Dass die ursprünglich dafür eigentlich vorgesehen waren. Wäre so eine Idee. Also das Problem ist halt, also das ist so das, was mir auch am, sagen wir, am schlüssigsten erschien. Es ist halt noch relativ im Dunkeln fischen derzeit. Was aber halt so, sagen wir, an dieser Konstellation USA, Baath-Partei, Sunniten-Schiiten passen könnte am ehesten. Er sagt, das ist, da ist doch ganz schön viel unklar. Umgekehrt ist dann halt komisch, dass die Amis jetzt gerade F-16-Ersatzteile dann unter der Hand an die Iraner wiederum gegeben haben, dass die ihre Luftwaffe ein bisschen fit machen können, dass die so am Rand unterstützen können. Also vielleicht auch wieder sowas, da hat man was überlegt, das läuft gerade aus dem Ruder und jetzt muss man irgendwie sehen, wie man das eingegrenzt jetzt man, kriegt. Jetzt lässt man die Mullahs dann doch den Job wieder... Genau, dann nach Iran, ja, so schlechte Kumpels waren wir doch auch wieder nicht. ich finde das eh ganz spannend, was sich da gerade an Zweckfreundschaften auf einmal wieder bilden. Also so wie eben, also Amis und Iran ist ja schon eine harte Nummer. Wenn die miteinander reden, dann muss halt echt böse sein. Naja, faktisch wirkt es ein bisschen so, wie das Jahre und jahrzehntelange hinter den Kulissen Aufrüsten von verschiedenen Gruppen im Zuge des Kalten Krieges, die sich ja dann auch wenige Jahre nach Ende desselben mehr oder minder verselbstständigt hatten. Ja. Okay, das war's von mir erstmal. Fragen aus dem Publikum beziehungsweise Anmerkungen gerne. Ins Mikro, dass die Leute an den Rundfunkgeräten es mithören können. Nicht den Hund, genau. Genau, einen Platz haben wir noch. Also die Frage ist eigentlich sozusagen zu Mosul, wo du erzählt hast, 30.000 irakische Soldaten sind, haben die Waffen gestreckt. Genau, und das ist, da gab es dazu irgendwelche Statements, wohin die verschwunden sind? Nö. Also sehr, sehr wenige sind nach Kurdistan rüber, so 2.000-3.000 oder sowas in der Größenordnung, aber verdächtig gering und der Rest ist einfach weg. Also so richtig, also irgendwie wahrscheinlich werden die irakischen Truppen schon wissen, wo die sind. Es gibt keine offiziellen Statements, wo die hin verschwunden sind. Und die Peschmerga haben auch jetzt also sozusagen unter der Hand irgendeine Information, weil das ist ja schon, also 30.000 verschwinden ja eben nicht einfach. Also sie haben halt gesagt, die sind in die Richtung gerannt und wir haben nur noch Staub gesehen. Also, und dann waren sie weg. Okay, es gibt auch keinerlei Vermutung also, unter der Hand, am sozusagen, würde ich sich denken, nach sammeln, Bagdad. Oder? Ich würde denken, die haben alles nach Bagdad gerufen, so sieht es derzeit aus. Also es konzentriert sich extrem in Bagdad. Wobei das halt immer noch nicht erklärt, warum man da so verpufft. Also das ist halt der merkwürdige Punkt. Warum 30.000 Soldaten um die Wette rennen? Naja, wenn man halt wüsste, wo sie hingerannt sind, könnte man sich das ja genau. Vielleicht noch erklären, warum sie losgerannt sind. Ja, aber ja, da gibt's, also ich habe nicht mal annähernde Ideen dazu, also ich habe 1000 Ideen gehört, aber nichts, was irgendwie schlüssig klang. Man sollte ja vor allem auch annehmen, wenn sie irgendwie von der Regierung in Bagdad quasi so einen Homecall gekriegt haben, dass sie ihr Equipment und ihre Waffen mitnehmen. Ja, meist fährt man dann los. Ja. Genau. Oder der Befehl, es war so typisch deutsche Beamte, komm du sofort rüber, pff, okay, von Equipment hat er nichts gesagt, ich renne mal los, aber das wäre schon sehr merkwürdig. Das wäre schon sehr deutsch gewesen. Ja. dazu direkt mal die Folgefrage von mir. Man hat ja einiges gehört von aus den Gebieten, die ISIS besetzt, dass es da entsprechende Massenmorde an der schiitischen Bevölkerung gegeben hat. Ja. Was habt ihr gesehen an den Spuren? Gesehen haben wir da nichts, weil wir halt in die Gebiete nicht direkt vorkamen.
Wir haben es nur, also ich habe Fotos von anderen Leuten gesehen, die da waren, die haben gesagt, ja, das gab's. Also die haben gesagt, die richtig fetten Massenmorde, also so Hunderte, Tausende haben sie halt nicht gesehen. Aber die hatten durchaus Fotos von so 40, 50 oder so, die da gefesselt lagen. Also so, wo man schon also von organisierten Exekutionen ausgehen kann. Natürlich ist auch da so, das Material lässt sich dann auf dem Handy schlecht prüfen, aber da es halt Soldaten waren, die gerade da waren, würde ich mal von ausgehen, dass das eine glaubhafte Quelle ist, weil die hätten keinen Nutzen davon, das so zu erzählen. Also da, und ich denke, wer 50 Leute in Reihe abknallt, der macht das halt auch mit 100, 200. Deswegen erscheint mir das schon durchaus realistisch alles. Hab ich gesehen, nur noch eine Frage von mir. Also ich meine, ich kenne persönlich alawitische Kurden, ich kenne auch sunnitische Kurden. Weißt du, ob es da auch noch einen schiitischen Bevölkerungsteil bei den Kurden gibt? Ein klein. Also der größte Teil ist halt sunnitisch und es gibt ja auch Assyrer noch da und Turkmenen und so weiter, die aber insgesamt einen sehr, sehr geringen Teil ausmachen. Schiiten gibt es auch, aber halt auch so eine Minderheit, wobei das zumindest von dem her, was ich da mitkriege, bei den Leuten auch kein Thema ist. Also zum Teil sagen die, ja gut, mein Nachbar ist Assyrer oder so, man weiß es halt schon, aber nicht, dass das jetzt eine Rolle in dem Sinne spielt. Also so wie man hier sagt, hey, mein Nachbar ist Pole oder so, was man halt weiß oder so, aber was eben nicht elementar für den Alltag ist. Ja, mich interessiert ja ganz besonders, das hast du ja auch irgendwie gar nicht erwähnt, diese Glaubenskonflikte, die es da gibt, diese verschiedenen Gruppen. Hast du da irgendwas noch erfahren können? Weil das wird ja hier in den Medien immer sehr im Vordergrund gespielt. Genau, und das ist immer so ein Punkt, ob es jetzt Sunniten oder Schiiten oder sowas sind, denke ich, das ist, finde ich, immer halbwegs egal. Also natürlich hat man bei der ISIS größtenteils Sunniten, man hat irgendwie im Iran Schiiten und so, aber die sind ja nicht gut oder böse, weil sie Sunniten oder Schiiten sind, sondern weil sie zur einen oder anderen Gruppe gehören. Und deswegen denke ich, mir ist wichtiger, ist man zum Beispiel Peschmerga oder ist man ISIS, aber mir ist ja egal, welche Glaubensrichtung dahinter steht, weil das ja nur, sagen wir, irgendwie eine vorhandene Korrelation ist, die aber nicht ursächlich für die Sache ist. Und deswegen denke ich, will auch immer niemandem, also wenn man zum Beispiel sagt, die ISIS sind ja Sunniten oder so, dann zum einen könnte ich es nicht sicher sagen, ob das wirklich durchgehend so ist. Und was mir da nur mal im Kopf ist, ist halt der Nordirland-Konflikt, wo irgendwie ich immer noch in der Schule gelernt habe, das sei ein Religionskonflikt, wo ich dachte, okay. Und wo man dann leider so Probleme in der Argumentation hat, warum in einer IAA-nahen Organisation ein Protestant irgendwie der militärische Leiter war. Das passt dann irgendwie nicht ins Buch, deswegen steht es da nicht drin. Und deswegen denke ich bei so Sachen immer, dieser Punkt hat zwar irgendwie mit zu tun, ist aber nicht der Entscheidende, sondern der Entscheidende ist, die ISIS zieht da durch. Und ob das jetzt Sunniten, Schiiten, Kurden oder sonst was in der ISIS sind oder, keine Ahnung, deutsche Christen oder wer da vielleicht auch noch mitmischt. Deswegen lasse ich das immer außen vor, weil ich denke, das ist halt nicht der Hauptpunkt. Also für mich zumindest nicht. Wahrscheinlich hast du da auch gar nicht so Unrecht. Mich wundert nur, dass das hier in den Medien so hervorgespielt wird. Einfacher? Boah, waren denn überhaupt andere Medienvertreter noch da? Also es gab, also zum einen, es war leider ein bisschen dünne und, oder sagen wir so, es war schon die übliche Menge an Journalisten da, aber auch gerade die Freelancer, mit denen wir gesprochen haben, die haben gesagt, totale Scheiße. Wenn man nicht noch einen Appenarm hat oder eine Ballerei, dann interessiert leider das Material keinen, also was halt so ein bisschen traurig ist und was so ein bisschen ironisch fast ist, war ein Kameramann eines amerikanischen Senders, der eben mit schusssicherer Weste und Helm und so weiter da stand und seine Anmoderation gemacht hat. Und dann, scheiße, schon wieder einer mit dem Schirmchen drin hinten durchs Bild gelaufen, weil die halt irgendwie neben einer Strandbahn Erbil gedreht haben. So. Und das ist dann halt so, das ist, es ist so grotesk einfach nur. Man denkt, dann fahr doch zumindest ins Kriegsgebiet rein, aber dreh hier nicht in Erbil, wo es ruhig ist. Und nebenan dran standen halt die Leute mit den Cocktails am Schlürfen und guckten, was sie da für einen Scheiß drehen. Und also das habe ich wirklich nur einmal erlebt. Das ist auch sicherlich nicht typisch, aber es zeigt halt so, was da zum Teil abgeht. Und wir haben halt mit dem niederländischen Team uns eine Weile lang bewegt. Was da ein bisschen lustig ist, da konnten die aber nichts für. Also das, was auch gesendet wurde, stehen die halt auch mit den blauen Westen, den blauen Helmen, den Presseschildern an der Front und reden. Und im Hintergrund läuft unser Fahrer im Anzug mit einer GoPro durch und filmt so ein bisschen die Gegend und hat keine schutzsichere Weste an und gar nichts. Aber da war es so, dass sie die Moderation nochmal machen mussten, weil der Ton irgendwie scheiße war und sie halt um die Ecke nochmal gefilmt haben und sagt, das kommt vor, das ist trotzdem im Bild sehr lustig, weil er da hinten so durchrennt irgendwie und das filmt. Ansonsten war es so, also CNN, BBC und vor allem ganz viele türkische Sender waren da, also die ja einen fast Heimvorteil haben.
Wer da überall ist, ist RUDAF. Das ist so ein kurdischer eigener Sender, der da gepusht wird. Die sind überall. Die können auch überall rumrennen und filmen, wie sie wollen. Die haben eine richtig gute Nachrichtenlage. Aber sagen wir mal, die anderen Medien und auch Freelancer, mit denen wir hier zu tun hatten, die haben gesagt, na, sie haben überlegt, rüberzukommen. Aber ihnen wird allen gesagt, na, aber wenn da nicht geballert wird, wollen wir das Material nicht. Das heißt, also es war... Die kommen nicht hin, weil sie nichts verkaufen können, was man ja auch verstehen kann, und sie verkaufen nichts, weil die Leute hier Ballereien sehen wollen und möglichst simpel, Sunniten, Schiiten sind zwei Wörter und die ballern, okay, verstehe ich, aber wenn man jetzt anfängt mit politischen Strömungen und irgendwie Bachtpartei von früher und so weiter, ist das so kompliziert, das will halt keiner mehr sehen. Wir haben halt auch gesagt, wir haben doch hier die Interviews mit deutschen Generälen, wir haben die Interviews mit an dieser strategischen Karte und so weiter, ja, hat da einer geschossen? Nee. Und irgendwie der eine General meinte dann auch, weil er bei so einem Gespräch dabei war, ja, wenn er wollt, schießen wir auch ein bisschen. Also was war nicht ganz ernst gemeint, aber er meinte, ey, wenn das jetzt echt die Nummer ist, dann ballern wir auch noch rum, während wir sprechen oder was. Das war halt schon ein bisschen traurig eigentlich, dass das Interesse an dem, was eigentlich da abgeht gerade, also diese politische Sache, die Unabhängigkeit und so, dass das überhaupt nicht interessant war. Das Einzige, was an Material jetzt noch verkauft worden war, war die Aufnahme vom Deutschen Hof in Erbil. Das ist ein deutsch betriebener Biergarten. Vom WM-Spiel. Das ist die Aufnahme, die es echt in die Medien geschafft hat. Und wo ich denke, alles klar, das ist also die Messlatte gerade. Also deswegen so ist halt das Henne-Ei-Problem. Wenn halt keiner das Material will, geht keiner, oder ZDF und so hatte ein Team da, also die halt es nicht nachher verkaufen müssen, sondern die ihr Gehalt eh kriegen, also was ja auch gut ist. Also da denke ich, das ist der gute Grund von der GEZ. Weil die wären sonst nicht da, wenn sie es selber hätten verkaufen müssen. Das ist ganz klar. Aber halt so in der Tiefe, also vor allem diese politische Sache daran, die richtig spannend ist, die wird halt hier ja, also sagen wir, in den Massenmedien kaum behandelt. Ich denke, hier sind alles Leute eigentlich, die ein gewisses politisches Interesse haben. Und ich gehe halt von aus, dass niemand in so einer durchschnittlichen Zeitung hier Artikel gelesen hat über die politische Eigenständigkeit, die sich da gerade entwickelt, weil das halt ist halt kein Thema. Ja. Und wir hatten es auch regelmäßig, das war auch eine deutsche Zeitung, da war ich echt ein bisschen angepisst. Wir haben halt wieder gelesen, hey, die ISIS hat schon wieder Mosul eingenommen, wir stehen gerade drin. Und dann habe ich den halt von da getwittert mit so einem Selfie, ich stehe hier gerade, wo ist die ISIS? Die haben nie geantwortet, auch auf eine Mail an die Redaktion und an den Redakteur habe ich keine Antwort gekriegt, wo ich auch dachte, ja wisst ihr, wenn ihr aus Kairo die Berichte schreibt, dann schreibt doch zu, hallo, ich sitze in Kairo und folgenden Artikel habe ich mir halbwegs ausgedacht an dem, was ich an Twitter geschrieben habe, dann seid wenigstens ehrlich. Das fand ich halt auch schade, dass halt... Also ich meine, man kann ja schreiben, wir machen hier eine Analyse, dazu muss man auch nicht da sein, dass man sagt, ich analysiere jetzt mal die letzten 10 Jahre politische Entwicklung, kein Thema. Aber dass man so im Prinzip tagesaktuelle Sachen schreibt und nicht klar darstellt, dass man nicht da ist, das finde ich ist ein Problem. Und da muss man ganz klar sagen, ich bin nicht da, aber ich glaube, es ist so. Schmidi. Ja, hi. Hi. Du hast vorhin gesagt, die Unabhängigkeit Kurdistans ist quasi überall Thema von allem und jedem. Und mich würde dazu interessieren, also die Position der Türkei dazu kennt man ja, aber die des Iran ist garantiert in der Stelle auch immer Teil der Debatte. Ja. Verhalten die sich dazu irgendwie? Mhm. Ist es absehbar, was dabei rauskommt? Türkei wird halt, ich würde sagen, Zustimmung durch nichts tun. So, und ich meine, Erdogan kann sich es wahrscheinlich nicht leisten zu sagen, ja, ich bin dafür, aber da ist halt so, ist halt so. Das ist übrigens auch ein Punkt, warum ich eine EU-Mitgliedschaft der Türkei einfach spannend fände. Da hatte ich nie dran gedacht, dass Kurdistan dann EU-Anrainer wäre. Was auf einmal, das ist eine total lustige Situation. Das hatte mir letztes Jahr ein Politiker da gesagt, wo ich dachte, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Aber stimmt, das ist total abgefahren. Und Syrien wäre dann halt auch EU-Anrainer, ne? Also das ist so... Aber der Iran hat gesagt, sie sind da nicht für. Das ging gestern oder heute rum, wobei das sozusagen die erste Meldung war. Das hat aber diverse komplizierte Gründe. Ich gehe von aus, dass der Iran aus politischen Gründen sagen würde, sie haben da was gegen, aber ich gehe nicht von aus, dass sie irgendwas machen, weil sie mit dem Irak ein sehr geringes Handelsvolumen haben und mit Kurdistan halt fast das Vierfache. Und ich meine, das ist halt wie immer, du willst nicht auf 4 Milliarden im Jahr verzichten. Also, und wenn man sagt, okay, ihr habt was dagegen, wir können auch mit anderen Leuten handeln, ich glaube, da geht es wieder übers Geld. Und dass es da eher um so ein Geschacher von politischen Positionen und so geht, aber nicht, dass ich da wirklich erwarte, dass sie was tun. Sondern die können nur froh sein. Jo. Ja, ich habe selber noch eine Kleinigkeit. Mhm. Wir hatten uns da vor deiner Reise auch schon öfter mal drüber unterhalten. Es gibt ja halt gerade nicht nur die autonomen kurdischen Gebiete im Norden vom Irak, oder man kann fast sagen, des ehemaligen Irak. Mhm.
sondern es gibt ja auch entsprechende quasi autonome kurdische Siedlungsgebiete in Syrien. Genau. Vielleicht den interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern kurz mal, wenn du schaffst, deren Position und deren Situation noch kurz verdeutlichen und vor allem, wie die unterschiedlichen Autonomiegebiete, also die kurdisch besiedelten Autonomiegebiete, zueinander stehen. Also in Syrien ist es halt so, die haben da eine Autonomie eher selber ausgerufen oder es ist so, ja, so ein Mittelding, das ist halt nicht, also sagen wir nicht solide fundiert in der Verfassung und so weiter, wie es jetzt im Irak der Fall ist, sondern die haben da so halbwegs Ruhe und die kriegen das auch militärisch soweit, oder das heißt Ruhe ist es nicht, aber sie kriegen es soweit gesichert, dass sie halt einen Bereich haben, den sie selber militärisch kontrollieren und in dem es zumindest im Norden auch keine so großen kriegerischen Handlungen gibt. Es ist also wirklich ein schmaler Streifen im Norden Syriens, aber die Leute, die von da rüber kamen, haben gesagt, natürlich ist die Situation da scheiße, deswegen flüchten sie ja da raus, aber es ist bei weitem nicht so, wie man aus Aleppo oder so die Aufnahmen kennt. Die Sache ist allerdings, also der ganz entscheidende Punkt, sie haben halt keine Wirtschaft da. Also während der Nordirak Ölfelder hat und damit der beste Freund der Welt ist, haben die im Norden Syriens halt nichts richtig, womit sie Geld verdienen, womit halt die Grundlage für einen Staat oder ein ordentliches Gebiet halt einfach fehlt. Dadurch, glaube ich, haben die halt eine relativ, also wobei ich muss auch sagen, also mit den syrischen Gebieten habe ich auch nicht so unglaublich viel zu tun, aber sehr viel mit den irakischen. Deswegen ist da meine Informationslage auch dünner. Aber im Prinzip, sie sind halt noch in einem Bürgerkriegsgebiet ohne ordentliche Wirtschaft und dann kann man sich vorstellen, das ist halt exorbitant anders als in einem Nicht-Bürgerkriegsgebiet mit Öl. Ich meine, das ist eigentlich, das bringt es auf den Punkt, den Unterschied so. Und zueinander ist es so, das ist so ein bisschen ambivalent. Also in der syrischen Gegend, da gibt es die kurdischen Truppen, die YPG, oder die Frauentruppen, die YPJ, das sind, also es ist halt so eine funktionierende, einfach ausgerüstete Armee. Und die YPG in Syrien und die Peschmerga im Nordirak, die mögen sich aber nicht so richtig. Die werfen sich immer gegenseitig zum Teil vor, sie seien korrupt oder würden Menschenrechte verletzen oder hin und her. Bei den Peschmergern kann ich sagen, so, ich habe da ziemlich viel gesehen, das halte ich für ziemlich abwägig. Die YPG habe ich nie live gesehen, deswegen weiß ich auch nicht, wie diese Gerüchte hin und her stimmen oder nicht stimmen. Auf jeden Fall, man mag sich nicht und man diskreditiert sich. Sehr spannend war allerdings, dass es dann in letzter Woche Fotos gab, wo sie zusammen gegen die ISIS gekämpft haben, wo man dann gesagt hat, okay, es gibt Gründe, warum man echt mal Seite an Seite kämpfen müsste. Die ISIS einen dann doch. Aber grundsätzlich stehen die sich sehr kritisch gegenüber. Allerdings hat die kurdische Regionalregierung auch schon gesagt, wenn es Probleme in Syrien gibt, dann würden sie halt Peschmerga rüberschicken, um die kurdischen Gebiete da zu sichern. Allerdings hat die YPG dann gesagt, nee, das können wir auch selber. Also das ist so ein bisschen hin und her gefummelt. Dann gibt es von vereinzelten Leuten in Syrien immer wieder die Sache, dass sie sagen, hey toll, wenn ihr da im Irak unabhängig seid, dann schließen wir uns an. Und da sagen die im Irak aber auch nö. Also aus mehrerlei Gründen. Also zum einen sind Teil dieser anstehenden Verträge, dass man nie Gebietsansprüche nach Syrien, weitere Teile vom Irak, Türkei oder Iran haben wird. Dass allen klar ist, wir wollen hier unser unabhängiges Land, wir wollen nicht expandieren. Das ist halt ganz wichtig, um halt auch den Frieden in die anderen Richtung zu wahren. Also für die Türkei ist das exorbitant wichtig. Aber da muss man auch sagen, also so, sagen wir mal, böse kapitalistisch gesprochen, wer will denn diese kurdischen Regionen in der Türkei haben? Also die haben keine Bodenschätze, die haben keine gute Wirtschaft. Ich glaube, dass man da auch ganz eigennützig gar nicht so traurig drum ist, dass man da keine Ansprüche drauf hat. Und das Gleiche eben mit Syrien. Dieses syrische Gebiet jetzt aus so, sagen wir mal, Sicht einer Regierung, die Geld auch machen will und Stabilität und so weiter will, da will man diese Gebiete einfach nicht haben, so traurig das ist. Aber so das, also ich meine, niemand will sich das ans Bein binden, solange es da nicht ordentlich läuft. Und wenn es so ordentlich laufen würde, würden sie sich niemandem anschließen wollen, dann würden sie es selber machen. Das ist das alte Problem. Also insofern, das sind dann schon wieder so die Luxus-Sorgenprobleme, in die man da geht. Aber ich würde halt sagen, also die Situation zwischen den syrischen und den irakischen Gebieten ist halt nicht annähernd vergleichbar. Das in Syrien ist halt leider relativ traurig und also ein bisschen besser, aber es ist halt nicht eine ernsthafte autonome Region, sondern ich würde sagen einfach ein Bereich, der Assad gerade egal ist, weil er da auch nichts von hat, wenn er da jetzt interveniert oder so. Also da hat er dann Fleck Land, wo er nichts mit anfangen kann für einen riesen Verlust, weil er da durch andere rein muss und andere Baustellen hat. So, ich denke eher, dass das so ist, so ja, lass die mal machen, weil wir haben gerade andere Sorgen. Aber ich befürchte, sollte sich irgendwie da in Syrien nochmal eine ordentliche staatliche Struktur abzeichnen und sich das beruhigen,
dass es dann auch sehr schwierig sein wird, da diese kurdisch autonome Region zu halten, weil sie einfach immer wirtschaftlich abhängig wären. Und wenn man wirtschaftlich abhängig ist, hat man einfach keine Autonomie richtig. Also hat man keine Chance, weil man immer abhängig ist. Okay. Wenn sonst keine offenen Fragen mehr sind, beziehungsweise nichts mehr, was wir hier im Stream jetzt Der Zensator sagt schon. Wollen würden, ja, ich krieg hier schon so Todesdrohungen. Ja. nee, das war nur so, das war keine Todesdrohung. Ja, verabschiede ich mich jetzt mal von den Damen und Herren an den Geräten da draußen. Und ihr seid alle herzlich eingeladen, noch ein bisschen mit uns zu chillen und auch Enno weiterhin mit Fragen zu löchern, aber dann bei Bier und Zigaretten. Zigaretten aber nur draußen. Alles klar. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Applaus